Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Tagesenergie. Heute ist der 4. Juli. Alexander Wagner ist wie immer da und wir haben viele, viele Meldungen. Und wir fangen an, wie immer, mit Energien. Gut, da kann man eigentlich immer sagen, es ist herausfordernd, haben wir schon oft gesagt. Es sind Veränderungen auch zwischen den Tagesenergien feststellbar. Es passiert so viel, wenn ich gucke, was seit der letzten Sendung passiert ist, da sind viele Dinge, da denke ich schon, das war vor Jahren, denn das war aber gerade mal vor drei, vier Wochen, ob man Orlando oder irgend sowas hat, da ist schon so viel passiert, dass man denkt, das ist ja schon lange her. So ist es ja, also diese Geschwindigkeit, diese Schnelllebigkeit, die ist dramatisch und das haben wir ja schon in den frühen Ausgaben der Tagesenergie auch immer wieder angesprochen. Und diese Geschwindigkeit hat zugenommen. Gar keine Frage. Es sind einmal so große Ereignisse, die in so schneller Abfolge stattfinden, das ist das eine. Und dann ist es eben auch die Intensität, die wir zu spüren bekommen und die nimmt weiter Fahrt auf. Also da gibt es ganz sicher keine Entwarnung, da gibt es keine Ruhephase, sondern wir sind jetzt in einer Phase, in der es den Abhang runtergeht und zwar mit Vehemenz. Und das werden wir uns nachher ansehen. Möchte aber gerne noch was zu den von dir angesprochenen Tagesenergien sagen. Mhm. Ja, jeder Tag hat eine etwas andere Energie. Und heute übrigens haben wir eine Energie, die ich so beschreibe, dass sie für die Spirale des Lebens steht. Du kennst sicher diese Lemniskate, die liegende Acht oder die Schlange, die sich in den eigenen Schwanz beißt, die also für den Anfang und für Anfang und Ende steht. Und dann lässt sich Unendlichkeit. Genau, und dadurch entsteht diese Unendlichkeit, die für uns als Menschen, die wir in einer bestimmten Struktur gefangen sind, was unsere Wahrnehmung betrifft, uns nicht vorstellen können, aber wir wissen, dass es sie geben kann und muss und wir können mit Bildern darauf hinweisen. Das ist die Energie des Tages und sie ist eine wunderbare Qualität, wenn es darum geht, dass dir etwas zufällt, dass etwas in einer schicksalhaften Qualität für dich geschehen kann, wenn du aufmerksam bist. Und so hat jeder Tag seine Energie und ich mache das übrigens jetzt jeden Tag, dass ich auf alexander-freundeskreis.org kostenfrei öffentlich zur Tagesenergie was schreibe. Mhm. Und da geht es auch um das Magiometer. Das hatten wir ja schon mal. Ja. Und da gibt es interessante Ausschläge. Also wenn du magst, ein paar Sätze dazu. Gerne, Magie ist ein wichtiges Thema. Ist ein wichtiges Thema und vielleicht sollte man, um einfach jemanden abzuholen, der sich damit nun gar nichts vorstellen kann, einfach darauf hinweisen, Magie meint einfach eingreifen, etwas verändern. Und das kann auf sehr unterschiedliche Art geschehen, sehr technisch. Das kann aber auch geschehen durch eine rituelle Arbeit, die für uns einfach, die wir sehr kausal denken, nicht zusammengebracht werden kann. Ja? Ich weiß sogar von jemandem, der hat erzählt, dass sogar gewisse Polizeistellen damit beschäftigt sind, im Grunde eine magische Arbeit zu machen, indem sie wirklich mit einem Foto von einer Zielperson sozusagen und mit einem, ich weiß nicht, einer Laser Lampe oder was, da etwas durch Licht durchschicken und dann ist da noch etwas drin, was eine von einem Ort kommt, der eine niedere Energie hat, irgendein Katastrophenort, wo was Schlimmes passiert ist. Und das hat die mir so erzählt, ist jetzt über drei Ecken, aber hat mir auch ein Video gezeigt von so einem Kästchen, mit dem die arbeiten und sagte, das ist eine Arbeit, die bestimmte Polizeikräfte tatsächlich regelmäßig machen, indem sie bestimmte Leute wirklich bestrahlen, also auf eine im Grunde magisch erscheinende Weise, aber sie machen es ja nicht, wenn es Quatsch wäre. Sie würden es ja nicht machen dienstlich, wenn es keine Wirkung oder eine erhoffte Wirkung hätte. Es gibt einen riesen Bereich, der sich damit beschäftigt in allen kulturellen Ebenen, wie aber eben auch in den sogenannten Nationen. Also in Russland beispielsweise ist das ganz offiziell immer noch ein ganz großes Thema. Zieh-Energie und alles, was da zusammenhängt. Und da bist du sehr dicht bei dem, was wir unter Magie verstehen. Und Magie ist in dieser Welt sehr stark vorhanden und hinterlässt auch Spuren. Man könnte sagen, energetische Spuren, dadurch, dass etwas ins Wasser geworfen wird und Wellen erzeugt. Ja. Und die lassen sich erspüren, nicht so sehr wissenschaftlich erfassen, nicht mit einer Maschine, sondern ich nenne es Magiometer, damit es ein solches Bild erzeugen kann, was damit gemeint ist. Aber es ist natürlich eine
Empfindung, die dem zugrunde liegt. Aber die lässt sich ziemlich gut trainieren und irgendwann einmal kannst du auch, und jetzt kommt was sehr Interessantes, Analogien entdecken. Mhm. Und das ist das, was zusammenspielt. Also einmal das, was ich jetzt aufnehmen kann in meinen eigenen Aktivitäten, die sich mit dem Thema von Energien eben beschäftigen, wie aber auch Analogien, weil eben Spuren auf allen Ebenen hinterlassen werden. Ja. Also wenn magisch gearbeitet wird, gibt es immer eine Spur, eine Energiespur. Und die siehst du auch in der, ja, was wir wirkliche Welt nennen, der illusionären Ebene. Ich habe ein schönes Beispiel, das hat der Kollege Henning Witte, der macht ja White TV SE, das ist auch so ein Sender aus Schweden, vieles auf Englisch, der hat aktuell was zur Fußball-EM, zu dem Spiel Deutschland-Italien oder Italien-Deutschland gesagt und er vermutet oder behauptet, ich gebe es so wieder, dass tatsächlich die Italiener magisch gearbeitet haben und weil es gab viele bei den deutschen Spielern, die auf einmal, was weiß ich, Wadenkrämpfe oder gut, das gibt's immer mal am Bein, auf einmal plötzlich ohne ersichtlichen Grund irgendwie eine Behinderung hatten oder auch der Boateng, der auf einmal die Arme hochreißt, was man natürlich, was dann als Handspiel gewertet wurde, was man normalerweise als Profifußballer nicht macht. Ich erwähne es nur kurz, ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen, aber er selber sagt, er weiß aus seiner eigenen Geschichte, dass es mal wirklich auch im Bereich Fußballmanipulation wirklich etwas gab, wo er mit seine Familie mit betroffen war oder er das mitgekriegt hat sehr dicht, dass da wirklich auch ein Opfer gemacht wurde, um ein Fußballspiel zu beeinflussen. Und das ist in Afrika ist das zum Beispiel sehr viel verbreiteter. Genau, wollte ich gerade sagen. Ja. Ist das für dich irgendwie stimmig oder möglich oder denkst du, das ist totaler Quatsch, dass die Italiener da jetzt Voodoo betreiben, um ein Fußballspiel zu beeinflussen? Also das Interessanteste von dem, was du jetzt eben gesagt hast, ist für mich die, ich sage es etwas üblich formuliert, die Schuldzuweisung in Richtung der Italiener. Denn wenn hier magisch möglicherweise gearbeitet worden ist, ja, dann weiß man längst noch nicht so einfach, wer das nun war. Ja. Und das macht es natürlich auch überaus spannend. Und hier kann man natürlich auch sofort andere Gedankengänge ableiten, wenn es denn so wäre. Ich wollte das aufgreifen, was du selber dann noch gesagt hast, in anderen Ländern ist das ganz üblich. Da wird natürlich der Medizinmann herbeigerufen und gesagt, wir wollen und müssen diesen Krieg gewinnen oder wir müssen dieses Spiel gewinnen oder wir müssen dies oder das tun, wir brauchen Regen. Und für uns ist das natürlich in unserem eigenen Verständnis selbstverständlich klar, dass das alles Relikte einer alten Zeit sind, die völlig absurd sind, denn wir können den kausalen Zusammenhang nicht sehen. Oder nicht beweisen oder nicht so. Ja, wir können wir können nicht sagen, der läuft jetzt um einen Stein und ruft was. Gut, es hat geregnet, aber dieser Zusammenhang, den können wir ja gar nicht herstellen. Ja. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ja. Der Hintergrund ist ganz simpel, wir können die Verbindung nicht sehen, die er aber sehen kann. Das ist immer das, was der Magier tut. Der Magier sieht die Option, eine Verbindung aufzunehmen. Also auf einen Knopf zu drücken, bildhaft gesprochen, und an einem anderen Raum geht eine Lampe an. Wenn du den Knopf nicht siehst, die Verbindung nicht kennst und nicht mal weißt, dass es eine Lampe geben könnte, ja, dann kannst du da nichts machen. Und das, was uns erklärt wird mit Magie, ist geeignet, uns in diesen Vorstellungen zu bestätigen, uns weit überlegen zu fühlen und an einer Stelle nicht hinzusehen, die uns ganz stark an ganz vielen Stellen sehr wohl beeinflusst. Und das ist noch untertrieben. Wichtige Hinweise jetzt wäre noch vielleicht auch zu sagen, dass wenn es sowas gibt und man jetzt vielleicht natürlich auch selber magisch angegriffen werden könnte, dass man vielleicht auch sagt, dass man sich vielleicht auch dann ebenso schützen kann auf eine gewisse Weise oder zumindest vielleicht auf einer Schwingungsebene, auf eine höhere, du hast oftmals von Frequenzverschiebung gesprochen. Genau. Kann man das machen, dass man vielleicht so weit sich selber in einer Frequenz, Energie, Schwingung anhebt, dass solche Angriffe, sage ich mal, oder ins Leere gehen würden oder nicht erreichen könnten? Wunderbar, das hast du sehr schön gesagt. Ich habe gehofft, dass du das so formulierst. Denn genau darum geht es. Es erreicht dich nicht, es steht nicht mit dir in Resonanz. Das ist die Option, die im Grunde auch die beste ist. Denn bestimmte Energien erreichen uns in einer sehr speziellen Schwingung.
Und diese Schwingung ist es, in der wir auch gehalten werden. Also wenn du dich sehr stark mit existenziellen Problemen herumschlägst, dann hast du nicht die Leichtigkeit, die du hättest, wenn diese Themen für dich gar keine Rolle mehr spielen könnten. Ja. Jemand, der den ganzen Tag schwer arbeiten muss, der wird zu Hause auch sich nicht um bestimmte Wahrheiten kümmern können, weil er einfach die Energie nicht hat. Ja. Er ist froh, dass er jetzt mal in Ruhe gelassen wird und dass er Fußball gucken kann. Und das ist überhaupt kein Vorwurf, sondern das ist ein Resonanzthema. Ja. Das heißt also tatsächlich, sich in andere Resonanzen hinein zu spüren, das ist ganz wichtig. Übrigens das, was ich mit der energetischen Anhebung mache. Genau das ist das Angebot. Und dann beginnen bestimmte Anhaftungen für dich nicht mehr spürbar zu werden. Sie erreichen dich nicht mehr. Das ist etwas. Wobei, hier muss man ganz klar sagen, Magie ist nicht so einfach loszuwerden. Sie hat ihre ganz klare Wirksamkeit, aber wichtig ist, dass wir uns überhaupt erst einmal vorstellen können, dass es Energien gibt, die gesteuert werden und die einen Einfluss haben, Punkt. Gar nicht mehr, denn das ist ja so offenkundig, überall, dass es absurd ist, wenn wir das ausklammern. Und wenn wir das nicht mehr ausklammern, dann kommen auf einmal auch die Synergien in dein Leben, mit anderen Worten, dann klopfen die Zeichen an und sagen, ja, guck hier. Und dann siehst du das. Und damit meine ich nicht die selbsterfüllende Prophezeiung oder die selektive Wahrnehmung. Schwarze Katze. Ja, jetzt sieht er das natürlich klar, weil er daran glaubt. Nein, lade das Thema überhaupt mal ein. Sage, okay, ich bin da offen. Ich möchte einfach Hinweise bekommen. In die eine, in die andere Richtung. Ich will wissen, was ist die Wahrheit? Ja. Und dann kommt das. Wir haben neulich vor kurzem eine Sendung gemacht hier bei BewusstTV mit Jutta Belde und Dagmar Neubranner und wir haben gesprochen darüber, dass wir drei und auch viele Zuschauer haben das bestätigt, das Gefühl haben, dass man im Grunde einerseits diese im Außen diese Zunahme der negativen oder der herausfordernden Dinge haben, auf der anderen Seite auch schon das Gefühl, als wenn es einen nicht mehr so erreicht, als wenn man tatsächlich schon in einer Schwingung ein bisschen höher ist und man sieht zwar, wenn man den Fernseher anmacht oder bei Facebook reinguckt oder was auch immer, da sind so viele Meldungen, dass man, dass man verzweifeln möchte an der Welt. Ja, ja. Aber auf der anderen Seite auch, wenn man sein normales Leben und sein Umfeld jetzt ohne die Medien betrachtet, also das, was man direkt erlebt, doch auch vieles durchaus noch sonnig. Gut, die Sonne fehlt diesen Sommer auch ziemlich, aber positiv ist, dass Menschen oftmals gerne lächeln und bereit sind, positiv zu reagieren. Es gibt natürlich immer so und solche, aber dass so der Eindruck war, als wenn schon ja für viele diese Anhaftung an diese negativen Dinge, die wir medial, die ja bewusst auch in die Welt gesetzt werden wahrscheinlich, um uns in dieser niedrigen Schwingung zu halten, dass die teilweise uns nicht mehr erreichen, weil wir vielleicht schon noch ein bisschen darüber sind. Das ist natürlich sehr subtil, man spürt es nicht konkret, aber wenn man sich's bewusst macht und man, das geht mir auch so, das ist wie gesagt subtil, aber wenn ich drüber nachdenke, erreicht mich das noch in dem Maße, wie es mich früher erreicht hat und wo ich früher gedacht habe, oh Gott, das ist ja schlimm und da muss man auch was machen und das kann ja so nicht weitergehen, das ist ja und dann völlig fertig ist, dass es mir heute nicht mehr so geht, obwohl die Ereignisse tatsächlich ja eigentlich zunehmen in der Häufigkeit und in der Intensität. Ja. Kann das sein, dass wir eben tatsächlich da eine höhere Schwingung alle auch haben und wir das nur so ganz subtil mitkriegen? Ja, das kann man sagen, wobei ich das ein bisschen weniger pauschal sagen würde, dass wir alle, denn das ist etwas, das eine Vorstellung weckt, dass wir eben doch alle gleich sind an dieser Stelle und erfasst werden. Wir sind sehr unterschiedlich in unserem Reifegrad und in unseren Schwingungen. Das heißt aber nicht, dass die eine besser als die andere ist, sondern es sind Ausdrucksformen, die alle zusammen das Ganze ausdrücken. So, und da muss es natürlich immer in unserer Wahrnehmung polare Kräfte geben. Und die werden im Moment massiv gefördert. Und das ist die Antwort, die ich dir geben kann. Du kannst wunderbar sehen, was jetzt gefördert wird. Ja. Und damit siehst du genau, was auf der anderen Seite analog
unterdrückt werden soll. Und genau das, was du beschreibst, ist das, was gefürchtet wird. Menschen, die aufwachen, Menschen, die Fragen stellen, Menschen, die unbequem werden. Und deswegen die dann werden wir geflutet mit Menschen, die erstmal gar keine Fragen stellen können, weil sie die Sprache nicht sprechen. Und ja, das ist das. Wenn du den Mund zwar öffnen kannst, aber nicht weißt, wie du sprechen kannst, damit du verstanden wirst, ja, dann wirst du erstmal an dieser Stelle das System weniger bedrohen. Und wenn dann noch deine eigenen Herausforderungen ganz andere sind und dich in anderen Bereichen halten, ja, dann kann man auf diese Art und Weise sehr viel Ausgleich schaffen für das, was man nicht will. Ja, man fördert die andere Seite. Das sind immer zwei Optionen. Die eine wird unterdrückt und die andere wird gefördert. Und das ist das, was wir jetzt erleben. Übrigens, so lass mich das noch sagen, weil es sonst verloren geht. Ich wollte es vorhin schon erwähnt haben. Du hast es ganz richtig gesagt, in Afrika spielt Magie eine große Rolle. Und wir erleben im Moment einen Zustrom von afrikanischer Kultur. Mhm. Und zwar in einer solch massiven Form, wie wir sie uns überhaupt nicht vorstellen können. Mhm. Und das bringt auch diese Thematik deutlich verstärkt mit. Ja. Ohne Frage. Und das ist jetzt nicht, also ich weiß, dass jetzt Leute aufheulen, weil sie sagen, das ist rassistisch. Es geht hier nicht darum, dass sie eine andere Hautfarbe haben, sondern eine andere Kultur teilweise. Du kannst dich nicht schützen, dass jemand ein Idiot ist. Und du kannst, wenn jemand meint, dich in eine Schublade zu stecken, die inzwischen so groß ist, dass da nun alle hineingehören, und dass du alle Schubladen dort im Zweifelsfall entleeren kannst, da kannst du dich nicht schützen. Weil diese Schublade ist eine Fiktion in seinem Kopf. Und solange er sie in seinem Kopf hat, wird alles da drin landen. Und wir müssen uns einfach klar machen und frei machen davon, zu versuchen, irgendwo außerhalb dieser Strukturen eines Idioten zu bleiben, sondern wir müssen das benennen, was idiotisch ist, damit derjenige, der sich selber für jemand hält, der in diesen Strukturen gefangen ist, erkennt, was da geschieht, und dann braucht er kein Idiot mehr zu sein. Und das ist das Beste, was geschehen kann. Und was ich auch dabei nochmal erwähnen möchte, das System basiert ja auf Angst. Das heißt, dass wir aus vielen Ängsten heraus funktionieren in diesem System, dass wir Arbeit gehen, weil wir Angst haben, dass das Geld nicht reicht, dass wir unsere Steuererklärung regelmäßig machen, weil wir Angst haben, dass wir sonst vom Finanzamt eine Zwangsmaßnahme bekommen. Das heißt, wir haben ganz viele Ängste, und was ich gerade versucht habe zu erzählen, dass auch was ich erlebe und auch viele Leute bestätigt haben nach der Sendung, mit dieser etwas höheren Schwingung vielleicht auch diese Ängste nicht mehr so wirken und man dann auch nicht mehr so funktioniert im System. Das heißt, man kann dann auch schon mal sagen, auch Steuererklärung, was war nochmal die Gesetzesgrundlage, das ist ein anderes Thema, aber dass viele Leute dann auch sagen, ich habe jetzt nicht mehr Angst, wenn ein Brief vom Finanzamt kommt, sondern ich bleib da erstmal gelassen und reagiere nicht aus Angst, wie die gerne wollen. Und das ganze System basiert eben auf Angst. Und wenn das eben durch eine Schwingungserhöhung oder Bewusstseinserhöhung oder wie auch immer, oder Erhöhung ist auch Bewusstsein ist Bewusstsein, aber je mehr man sich bewusst ist, wie diese Mechanismen sind, desto weniger können sie auch noch funktionieren. Ich nenne das Bewusstwerdungsindex auch als ein Kunstbegriff, der das abbildet, übrigens auch bei der Tagesenergie ausgedrückt. Und der steht im Moment bei meinem Wert, den ich dort festgelegt habe, der natürlich eben kein Wert ist, der jetzt messtechnisch genau stimmen kann, sondern er ist ein tendenzieller Wert und leitet sich auch aus Analogien ab. Der steht im Moment bei 30%, rund 29 bis 31 bewegt er sich in der Regel manchmal mit mal ein bisschen Ausschlägen. Man könnte sagen, es ist die Lautstärke, in der der Wecker klingelt, in der wirklich das eigene Bewusstsein in sich selbst erkannt wird. Weil du hast es richtig gesagt, das ist immer umfassend, aber ich selber limitiere mich durch meine Begrenzungen und Angst, das heißt Enge, in der im Wortstamm, in der Ableitung, etymologisch betrachtet. Und diese Enge, das ist das, was uns bisher gefangen gehalten hat. Und das Instrument dazu ist übrigens die Schuld. Ja. Und jetzt im Moment kannst du ja mal zum Finanzamt fahren und dann siehst du, dass die offensichtlich mehr Angst haben als du, denn du findest nicht nur Kameras vor der Tür, sondern bei vielen Finanzämtern inzwischen wirst du durchleuchtet, bevor du ins Gebäude kannst. Es wird sehr viel kontrolliert. Daran siehst du, wer Angst und wer auch ein schlechtes Gewissen hat. Also das ist wichtig. Und das ist etwas, was in diesem Prozess bereits stattfindet. Es ist ein Gesundungsprozess. Ja. Der fühlt sich halt noch nicht so super gesund an. Und es wird dagegen gedrückt mit allen Mitteln. Und diese Mittel bringen aber auch wieder
auf eine wunderbare Art und Weise das nach oben, was bisher verborgen war. Also wenn man auf diese Art magisch rituell arbeitet, ist immer ein Preis zu bezahlen. Und dieser Preis wird manchmal schnell bezahlt und damit werden auch Dinge wieder desillusioniert. Also nach meinem Verständnis ist der Preis, der bezahlt wird, häufig etwas, das denjenigen um die Ohren fliegt, die damit bezahlen. Also das ist genau etwas, das wunderbarerweise wieder so funktioniert, wie es funktionieren muss. Dadurch, dass man versucht, die Dinge mit Gewalt unter Kontrolle zu halten, entgleiten sie einem umso schneller. Ein schönes Beispiel ist für mich da der Brexit, das ist ja so ein Kunstwort. Es ist für mich so, dass man versucht hat, es so zu manipulieren, dass natürlich die Briten nicht aus der EU, obwohl es auch die Frage ist, wie weit sie drin sind, also ein weites Feld, aber dass das Ergebnis eigentlich für die jetzt anders war, als sie sich gehofft haben und vielleicht auch durch Manipulation nicht so geworden ist, wie sie es gerne wollten, kann man jetzt spekulieren, ob dieser Mord an dieser Joe Cox, kann man, wie gesagt, spekulieren, lasse ich mal offen, aber es ist auch nicht ausgeschlossen, sowas gab es auch schon mal in Schweden vor der Einführung, ich weiß nicht, EU, wurde auch eine Politikerin ermordet, die dagegen war und so weiter. Das heißt, man kann nicht ausschließen, dass nicht nur ein Verrückter, sondern ein gesteuerter Verrückter da so einen Mord begeht. Also die Manipulationen nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt haben und jetzt, anstatt jetzt, dass die EU-Politiker jetzt sagen, okay, da müssen wir vielleicht mal gucken, wenn die Menschen doch merken, dass die EU möglicherweise nicht das Beste für sie ist, ob wir das ein bisschen da mal drauf eingehen. Stattdessen scheinen sie noch mehr drauf einzuhauen und zu sagen, wir müssen jetzt noch mehr EU-Bestimmungen und wir müssen vielleicht mal eine neue Abstimmung zum Brexit haben. Vielleicht haben die sich ja einfach alle verwählt. Ist das so, kann man das so sehen, dass da etwas geschehen ist, was denen aus der Hand gleitet irgendwie und sie machen aber trotzdem so weiter und dadurch entgleitet es ihnen noch mehr, oder? Ich bin froh, dass du mich das fragst, auch wenn ich es ganz anders sehe. Ach. Und gerade deswegen bin ich froh, weil das, was du jetzt hier formulierst, ist ja das, was sehr viele zu sehen meinen. Ich sehe es vollkommen anders. Mhm. Und wenn du magst, das wäre auch übrigens mein erstes Thema, was ich hier also belegen kann, können wir dann so gleich auch mit einsteigen. Mhm. Also ich bin in Leipzig gewesen bei Nuoviso und wir haben da ein Interview gemacht. Und unter anderem gab es dann ein für mich bis dato unbekanntes Format, Barcode heißt das. Ja. Und das war ein lockeres Zusammensitzen mit den Moderatoren an der Bar. Ja. Und, ich habe es gesehen. Ach, du hast es gesehen. Ja. Und da wurde auch die Frage gestellt, was passiert jetzt mit Brexit? Und ich habe sehr deutlich gesagt, für mich steht fest, dass es den Brexit geben wird, in aller Deutlichkeit. Ja. Und das war eine Woche vor der Abstimmung. Ja. Und das hat mich überhaupt nicht überrascht, dass es den Brexit gegeben hat. Gut, die einen Kräfte wollen es, die anderen vielleicht nicht. Es stand fest, okay, felsenfest. Und an den Reaktionen nach dem Brexit kann man es auch sehr, sehr gut erkennen. Ich möchte gerne ein Bild, das ich leider nicht mithabe, ärgerlicherweise, aber vorbereitet hatte für die Tagesenergie, erstmal ein bisschen visualisieren. Das ist sehr einfach und ich habe es übrigens auf dem Alexander-Freundeskreis, da kann man es finden, da ist es abgebildet. Und da sieht man es also. Das zeigt ein Schiff. Das EU-Schiff sozusagen, und aus diesem EU-Schiff sind die Briten ausgetreten und mit hektischer Bewegung in ihrem Ruderboot weg wieder hinein in die Sonne verlassen sie das Schiff. Das Schiff gerät in Not, das kann man sofort erkennen. Merkel schreit nach mehr Migration. Unten sieht man einige Damen mit Burkas und es ist überhaupt ein großes Chaos. Die einen schießen mit der Kanone aufs eigene Schiff. Das ist das EU-Schiff, was dort abgebildet wird. Ja. Und die Briten verlassen es. Ja. Ich habe daraufhin zu diesem Bild geschrieben, beziehungsweise dazu auch gesagt, es ist genau das, was jetzt geschieht. Die Architekten wissen, wo es klemmt und wissen, dass es jetzt zusammenstürzt, das Haus, und müssen zwingend selber ganz schnell raus. Ja. Das heißt also, das, was hier geschieht, ist von langer, langer Hand geplant und zeigt sich mir auch in aller Deutlichkeit in den Reaktionen. Und die würde ich gerne mit dir teilen, weil die hochspannend sind und ganz anders gesehen werden können, als es die übliche Mainstream-Brille zulässt. Also wir fangen einfach mal an. Die erste Meldung hier ist, tausende Briten demonstrieren gegen Brexit. Also das ist eine alte Meldung,
vom 2. Juli, also ein paar Tage alt. Und die möchte uns jetzt glauben machen, dass ganz viele Briten nicht einverstanden sind. Und jetzt sagen, wir möchten also nochmal wieder raus und wieder rein, besser gesagt. Ja. Und die Queen richtet einen Appell an die Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Da ist so viel los, ja, klar. Und das, und es wird also eine Riesengeschichte daraus aufgebaut. Und Königin Elisabeth II., nochmal der Hinweis für alle, die uns noch nie aufgefallen ist, hier hat die Königin nur noch einen Vornamen. Ja. Sie hat keinen Familiennamen mehr. Hier können wir ein bisschen vielleicht den einen oder anderen mal einen Tipp geben, wo er mal suchen kann, mit was er sich mal beschäftigen kann. Die rief jedenfalls zur Ruhe und Besonnenheit in schwierigen Zeiten auf. Ohne das Thema Brexit beim Namen zu nennen, betonte die Queen bei der feierlichen Eröffnung des neu gewählten schottischen Parlaments in Edinburgh die Notwendigkeit, ruhig und gefasst zu bleiben. Ja, nun wissen wir das in Schottland, ist aber noch ein ganz anderes Thema gibt. Die Schotten haben nämlich wieder Unabhängigkeitsgelüste. Und das könnte natürlich viel eher möglicherweise im Hinterkopf der Queen sein, denn, und jetzt kommt es, es gibt also durchaus einige interessante Dinge, die im Anschluss jetzt an den Brexit geradezu automatisch ablaufen. Und das ist eine der ersten Meldungen, die es nach dem Brexit gab, die ich hier mitgebracht habe. Und die heißt aus der Welt, Merkel muss führen, aber merken darf das niemand. In der Flüchtlingskrise zeigte die Kanzlerin Mitgefühl, um das Volk zu überzeugen. Beim Brexit schaltet sie in ihr gewohnt leidenschaftslosen Modus der Finanzkrisen. Dabei ist der Teil des Problems, also hier haben sie unsauber nicht die Dinge lektoriert, hier ist also einfach ein Satz sinnlos geworden. Aber das, was da steht, reicht schon. Zunächst einmal, nachdem also jetzt das Problem der EU-Krise aufgemacht worden ist, denn bisher gab es ja keine Krisen in der EU. So, jetzt durch den Brexit kommt alles. Ja. Alles, was jetzt geschieht, kommt durch den Brexit und darum. Und das ist das ganz große Problem. Und jetzt muss Merkel führen. Da stellt sich natürlich die Frage, ich dachte immer, die EU wird in Brüssel vertreten von dem ständig schwer betrunkenen Herrn Juncker und seinen Mannen. Ja. Aber offensichtlich ist das nicht der Fall, denn Merkel muss führen. Allerdings darf das niemand merken, heißt es hier. Und das Bild dazu finde ich interessant. Sie wirkt da ein bisschen verloren, oder was ist dein Eindruck, wenn man dieses Bild... Naja, oder es ist natürlich ein Bild, das immer die Größe des Systems zeigt und den kleinen Anteil Mensch. Ja. Und ja, das ist natürlich bei der Frau Merkel, ich will hier noch was auf was hinaus, besonders passend. Wenn wir uns diesen ersten Satz mal genau anschauen, also den, nicht die Überschrift Merkel muss führen, übrigens ganz klein drüber, um das nochmal deutlich zu machen, steht auch noch Reaktion auf Brexit. Also es bezieht sich wirklich genau auf diesen Brexit, das will ich nochmal ganz klar sagen. Also jetzt muss Merkel das alles, muss das Ruder übernehmen, warum auch immer. Und jetzt heißt es im ersten Satz, in der Flüchtlingskrise zeigte die Kanzlerin Mitgefühl. Was? Jetzt, das ist ja schon mal für sich genommen eine Aussage, die kann man, du belachst sie, und das ist auch die einzige Form, damit umzugehen. Aber wer den zweiten Teil des Satzes liest, der kann ja richtig erschrecken, denn da heißt es, um das Volk zu überzeugen. Also sie hat nicht Mitgefühl gezeigt, weil sie Mitgefühl hat, sondern sie hat das getan, um die Menschen zu überzeugen. Ja. Ja? Ihnen eine Überzeugung überzustülpen. Ja. Merkel also zeigte die Kanzlerin ist Mitgefühl, um das Volk zu überzeugen. Aus keinem anderen Grund. Es ist nur eine Frage der Betonung. Ja, genau. In der Flüchtlingskrise zeigt die Kanzlerin Mitgefühl, um das Volk zu überzeugen. Darum geht es. Nur deswegen. Ja. Beim Brexit schaltet sie, klack, in ihren gewohnt leidenschaftslosen Modus der Finanzkrisen. Und dann heißt es also, dass jetzt hier tatsächlich der Bundestag eine Debatte annehmen wird und dass sie jetzt alle überrumpelt seien vom Brexit und jetzt aber schon für den nächsten Montag Merkel die wichtigsten Köpfe zusammenruft. Also da möchte ich dir sagen, Joe, als es manchmal nicht so geklappt hat in Holland oder in Frankreich, da hat man einfach neu abstimmen lassen. Ja. Hier aber sagt man, eine Stunde später, es gibt schon ein Treffen, zu das die Frau Merkel lädt, die angeblich bis zuletzt geglaubt hat, das passiert nicht. Man merkt, was da für eine unglaubliche Aktivität losgetreten worden sein muss. Denn hätte man es wirklich als Schock erlebt,
dann hätte man zumindest mal durchgeschnaubt, ja, und wäre nicht in einen solchen Aktionismus verfallen, sondern hätte gesagt, jetzt müssen wir überlegen, vielleicht wählen wir neu. Was ist denn überhaupt? Ist das denn eine gültige Wahl? Ja. Was können wir tun? Wird das nicht wiederholt, wie damals in Holland? Und das war nie Thema, sondern es wurde sofort akzeptiert, sofort augenblicklich, und es wurde sofort eine neue Führungsrolle präsentiert über unsere Welt, die eben ein Organ ist des transatlantischen Bündnisses. Und das, ja, ist die Frau Merkel, ist die beste Vasallin, ja? Du hast jetzt gesagt, die wahrscheinlich ist ja die City of London das Organ, das das auch da jetzt wieder raus will, oder wie kann man sagen? Also ich habe ja vorhin was erzählt, dem du widersprochen hast. Ich sehe es ja natürlich so, es gibt da unterschiedliche Interessen. Die einen wollen natürlich die EU erstmal aufbauen, um etwas zu erreichen. Natürlich gibt es das. Ja. Also lass uns vielleicht eines mal ganz kurz sagen, Joe. Wenn man über Verschwörungen spricht, und man spricht mit jemand, der neu sich diesem Themengebiet nähert, der sagt ja, wie soll das denn alles überhaupt koordiniert werden? Das ist ja ganz unmöglich. Mhm. Tatsächlich aber gibt es immer zwei Gruppierungen, die Wissenden und die Unwissenden. Ja. Und die Unwissenden, die machen den Theaterdonner. Ja. Die laufen jetzt herum. Viele Politiker wissen das nicht. Aber die, die es wissen müssen, damit die nächsten Strategien ablaufen können, die sind informiert. Und die sind auch cool. Die wollen die anderen, auch, dass die EU... Natürlich, die wissen, jetzt kommt was Neues. Ja. Oder besser gesagt, die glauben, etwas zu wissen. Sie wissen schon, dass da was Neues kommt, aber ob sie selber wirklich dann später die entsprechenden Töpfe voll Gold am Ende des Regenbogens bekommen, das ist sehr fraglich. Ja. Wahrscheinlich ist viel eher, dass sie auch in dieser Struktur nur wiederum in der zweiten Garde spielen, denn über ihnen gibt es auch wieder Leute, die wissen was, was die nicht wissen. Ja. Und so einfach ist das und so funktioniert es beim Militär. Ja. Soldat, das wird so gemacht. Mhm. Und auch und der General geht es weiter. Weiß und der Leutnant nicht. Weiß das, was ihm gesagt worden ist. Sein Hauptmann weiß das, was eben ihm der Major gesagt hat. Und der Oberst weiß das, was der General ihm gesagt hat. Und der General weiß nur das, was der Politiker ihm gesagt hat. So funktioniert es. Und alle glauben, sie wüssten alle. Ja. Und deswegen laufen sie so umher. Ja. Und hier sehen wir, einige wissen mehr, sind cool und andere schnattern. Und die werden gebraucht. Die sorgen für Beschäftigung fürs Volk. Ja, wo wir beim Brexit sind, ist ja noch ein ganzes Kuriosum am Rande. Noch oder einiges. Hast du das? Ja, ja. Das kann man zwischendurch mal, braucht man nicht weiter drauf eingehen, weil der Herr Juncker ja etwas sehr Skurriles gesagt hat, nämlich, dass die Führer anderer Planeten im Grunde das beobachten und eigentlich was anderes vielleicht erwarten und so. Ja. Aber man geht eben davon aus, dass er eben doch was getrunken hat, was ja umso mehr, Joe. Betrunkene und Kinder, das sind die, die Wahrheit sagen. Okay. Also das wollen wir gar nicht abtun. Natürlich ist das wunderbar, dass man hier sagen kann, naja, der Juncker ist ja also mehr oder weniger in einem ständigen Zustand des Deliriums. Nur eines ist, es gibt übrigens ganz irre Videos dazu, hast du das schon gesehen? Wo der auch die Leute an der Krawatte zieht und dann vorfeigt. Ja, klar. Das, ja. Also wir sagen das ja nicht, einfach. Außerdem macht ihm das ja sympathisch. Dir kann es nicht aushalten. Ja. Aber das ist ja was auch hier übrigens nicht gewählt, ne? Nein, ist nicht gewählt. Kommissionen werden nicht gewählt und der Präsident davon auch nicht. Also Demokratie ist eben ein weites Feld, aber nicht das, was man uns macht davon ihm eigentlich an vielen Stellen sympathischer, auch dadurch, dass er eben so ist, wie er ist. Zeigt er ja besser, als es jeder andere könnte, was wir hier vor uns haben. Nur ganz deutlich, um es nochmal zu sagen, diese Hinweise, die wir da bekommen, die sind durchaus skurril. Und aber vielleicht nicht nur. Haben ein so weites Feld an Thematik im Gepäck, dass uns das überfordert. Ich hatte diese Meldung auch gesehen und finde sie natürlich wunderbar. Ja. Und ich glaube, das Beste, was wir tun können, wir lassen sie mal so im Raum stehen. Ja, sehe ich auch so, genau. Ich würde gerne dazu noch was sagen. Also Merkel muss führen, das habe ich schon gesagt. Die Regierungschefs wurden dann zusammengerufen. Einige haben inzwischen gesagt, naja, also mit Merkel, das sind wir nicht einverstanden. Warum soll die denn jetzt hier tatsächlich bestimmen? Also so ganz toll ist das wohl nicht gelaufen. Aber man kann sehen, das war die Vorbereitung, die da abgelaufen ist. Und wer den Goldpreis und den Silberpreis beobachtet hat, das war auch hochspannend. Mhm. Habe ich nicht. Du weißt ja, dass Gold und Silber so eine Art Barometer
Qualität haben, das die Gesundheit des Geldsystems anzeigt. Aber dann auch oft manipuliert wird, also wenn es eigentlich total sich ganz anders entwickeln ganz müsste, wird oftmals manipuliert. Ja. Wie sind denn da nach dem Brexit, ist deutlich was verändert? Ja, das sage ich gleich. Ich wollte nur noch mal, ich versuche immer viele noch einzuladen bei den Bushaltestellen, wo sie vielleicht stehen. Ja. Wer nicht glauben kann, dass der Goldpreis manipuliert wird, das ist inzwischen Tatsache, ganz offiziell. Die Deutsche Bank hat dafür auch eine Strafe bekommen. Ja. Und das Manipulieren geht eben über Optionsscheine in allererster Linie. Das heißt, es werden Goldpapiere verkauft und die kann man so viel produzieren, wie man möchte. Und es gibt viel weniger Gold auf der Welt, als es solche Scheine gibt. Das ist einmal der eine Teil der Geschichte. Ja. Das nächste, was sehr wichtig ist, dass es inzwischen gar nicht mehr möglich ist, sogar teilweise unter Verbot steht, diese Scheine in Gold überhaupt noch umzutauschen. Das war früher zumindest noch eine theoretische Option. Die ist nach meinem Verständnis und nach meinem Wissensstand nahezu vollständig abgeschafft. Und natürlich kann man sagen, dann gibt es ja gar keine Basis mehr, ein reiner Betrug. Ja, kann man. Aber das ist Usus und an vielen Stellen eben auch an anderer Ort zu finden, nur beim Gold. Da finden wir eine Besonderheit in diesem System. Da werden wirklich manchmal gegen die Interessen des Marktes riesige Mengen in Minuten abgeladen. Also wenn du Gold hättest, ob Papier oder physisch, würdest du es natürlich hineintröpfeln lassen in einen Markt, der es dann bereitwillig aufnimmt, um nicht die Preise selber zu zerstören. Mhm. Denn du bist der Interesse, dass nicht durch deinen großen Verkauf jetzt auf einmal ein Überangebot entsteht. Alles Quatsch, aber das ist die Geschichte, die uns erzählt wird. Aber hier wird quasi mit einem LKW abgeladen, rücksichtslos, um möglichst eine starke ein starkes Einbrechen zu erzielen. Jetzt zu deiner Frage. Also vor dem Brexit ist das Gold stark nach unten gegangen, auf 1240 ungefähr. Das war ein deutlicher Rückgang, 60, 70 Dollar pro Unze, pro 31 Gramm. Eine englische Währung im Übrigen, das sollten wir im Kopf behalten, wenn wir den Brexit besprechen. Englische Gewichtseinheit. Mhm. Die Chinesen fangen jetzt an, mit Grammgewichten zu arbeiten. Mhm. Auch das ist etwas, das eine Veränderung ausdrückt. Ja. Denn Maße und Einheiten sind ein ganz, ganz, ganz wichtiges Werkzeug des Systems. Es hat eine unglaubliche Bedeutung und schneidet uns ab energetisch, wie wir es uns nicht vorstellen können. Das nur als, ich kann das nur andeuten. Ja. Aber für alle, die es interessant finden, die können mal mit dem Meter sich beschäftigen, sie können was mit diesen Maßen. Mit der Zeit, 12 Stunden und 60 Minuten. Es ist unglaublich, auch die Bemaßung in allen Formen. Ja. Egal, hier jedenfalls zurück zum Thema, es ging stark runter. Auch ein Signal, aha, man möchte etwas abfedern. Was, wenn es aus einer zu hohen Position geschehen würde, auch einen zu starken Ausbruch möglicherweise unkontrollierbar machen könnte. Okay. Also auch das ein Zeichen, man hat auf was Schlechtes gewartet. Wenn in den USA die Zahlen kommen von den Arbeitsmarktdaten und die sind schlecht, dann geht es immer vorher runter mit dem Gold. Mhm. Weil danach geht es immer wieder ein bisschen hoch. Und so war das auch. Und bumm, waren wir wieder über der 1300, 1320, 1330, 1340 in der Spitze. Und dann ist was passiert, das habe ich noch nie gesehen beim Gold. In meiner gesamten Zeit, die jetzt viele Jahre, ja Jahrzehnte umfasst, die ich mich damit beschäftige, habe ich das noch nie gesehen. Über den ganzen Tag ist der Goldpreis beinahe auf einer geraden Linie geblieben. Das ist ja relativ unwahrscheinlich, weil ja doch ständig gehandelt wird, oder nicht? Völlig analog zum Silberpreis. Ja. Und es sind einfach die beiden monetärischen, uralten Qualitäten, die wir dort erkennen können, die so gefürchtet werden. Weil dieses Barometer, das muss sofort heruntergedrückt werden. Und auch das ist in einer unvorbereiteten Situation nicht denkbar. Also hier hat man wirklich den Goldpreis dann so eingefroren. Oder? Ich habe mich sehr gewundert und habe einen Screenshot gemacht. Ich muss mal gucken, dass ich den raussuche. Aber es eigentlich normal sowas nicht gibt. Es ist ja ständig Bewegung da. Ja, also das fand ich ganz erstaunlich. Und inzwischen haben wir einen gewaltigen Ausbruch beim Silber. Der Silber ist über 20 Dollar gesprungen wieder und hat in diesem Jahr, ich glaube so 36-37% zugelegt. Das sind ganz schöne Ausschläge, die da kommen und die zeigen eben auch an, wir sind jetzt in einem anderen Akt des Theaterstücks. Jetzt wird nur noch ein bisschen auf Zeit gespielt, aber alles wird vorbereitet auf das, was ganz klar kommt. Und der Brexit ist ein
ganz deutlicher, die Amerikaner sagen Milestone. Ja. Ja, es ist ein, wenn du ein Projekt hast, dann gibt's immer wichtige Dinge, gibt's irgendeinen Punkt, dann fährt das Auto das erste Mal bei der Produktionsvorbereitung, da haben wir einen Prototyp, das ist ein großer Meilenstein, jetzt fährt das Auto. So, und jetzt haben wir auch einen Meilenstein und dieser Meilenstein heißt, bumm, jetzt haben wir den Stecker rausgezogen und jetzt geht's los. Ja. Also der Erste, der zuckt, der hat verloren sozusagen oder gewonnen. Und der Nächste, die aussteigen, da kommen ja jetzt wahrscheinlich entweder andere Länder nach. Und es ist klar, weil man muss aussteigen, weil es sowieso zusammenbricht. Also Und auf der energetischen Ebene gibt es so ein wunderbares Bild im Moment. Das ist Island. Ja. Also ich bin überhaupt kein Fußballfan, und habe auch kein einziges Spiel gesehen, aber man kriegt natürlich überall, doch in den Medien, auch Ergebnisse mit. Und dann mussten die Engländer, habe ich dann gelesen, mussten also ausscheiden. Ja. Denn natürlich, in England hat der Fußball eine ganz große Rolle und Fußball kommt aus England und Fußball hat auch eine große Symbolik. Eigentlich kommt es daher, ne? Ja, es kommt daher. Ja. Früher wurde Fußball in Deutschland als die englische Krankheit bezeichnet. Ja. Also im Kaiserreich war man nicht sehr fußballaffin und der Trend zum Fußball wurde als die englische Krankheit bezeichnet. Und es gibt viele Freimaurersymbolik im Fußball, aber da können wir, kann man auch googeln. Den Schiedsrichter, die Elf, die da spielen, ja, 23 Elfmeter, immer auf dem Feld. 23 auf dem Feld, die Abstände. Ja. Fußball ist ein Bild, das vor allen Dingen auch die Farben schwarz-weiß. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt in seinem Banner trägt. Aber dazu könnten wir eine eigene Sendung machen. Weites Feld, aber wirklich Island, das kleine Land mit 320 oder 350.000 Einwohnern, die hatten also in alle EM-Stadien reingepasst. Die gesamte Bevölkerung hat England geschlagen. Und aus der eine EM echte Nationalmannschaft. Ja. Alles Isländer. Ja. Genau. Keine Eingebürgerten. Siegtor Sonnenzucker, der hat das Siegtor geschossen. Also ganz alle witzig. Alle sind von dieser Insel und präsentieren etwas, das unglaubliche Bedeutung hat, wenn wir ein bisschen mehr noch nach Island gucken. Und das würde ich sehr gerne gerade tun. Ja. Denn Island hat sich entschieden, die Zentralbanken abzuschaffen. Ja. Und Banker ins Gefängnis gesteckt. Banker ins Gefängnis gesteckt, haben sie sowieso schon getan. Aber jetzt kommt der ganz große Schritt. Wir wollen raus aus diesem System. Ja. Und das ist ganz erstaunlich. Island möchte mit einer anderen Form des Geldes raus aus dem Schuldgeldsystem. Also Island steht im Moment stellvertretend für eine Kraft, die auf der Bühne bisher so nur ganz kurz mal zu sehen war und dann ganz schnell abgeführt worden ist. Wird kaum berichtet. Was wir jetzt hier sehen, ist eine große Veränderung. Und beim Fußball eben diese symbolische Bedeutung, dass Island, dieses Land, das eben aus dem Bankensystem raus will, auf einmal das Land City of London im Grunde kontrolliert. Mir hat auch mal jemand gesagt, Briten, das kommt Pnaipris, das hätte also auch eine Verbindung vielleicht damit, vom Wortstamm her. Kann man auch jetzt. Oh, da machen wir ein großes Fass auf. Ja, gut. Also, schneiden wir es raus. Nein, wir können darüber sprechen. Okay. Nur diese Struktur, die ist wirklich erstaunlich. Es gibt einen so komplexen Bereich, der sich da auftut, dass man einfach schauen muss, wo gucken wir dorthin. Es gibt ein wunderbares Interview übrigens mit dem Frank Stoner zum Thema Venedig. Kann ich empfehlen und ich kann Frank nur an dieser Stelle zurufen, ich sehe es genauso. Und das, was du dort über Venedig herausgefunden hast, bestätigt nicht nur das, was ich herausgefunden habe, sondern vieles, was ich auf anderer Ebene erfahren habe. Ja. Und diese Strukturen, die wir jetzt sehen können, müssen von daher auch genau betrachtet werden. Wir haben einmal Großbritannien. Großbritannien umfasst eben mehr als England. Ja. Und deswegen hören wir zum Beispiel Gibraltar. Ist da auf einmal betroffen, diese kleine Insel, die jeder eher Spanien zuordnen würde, die ist jetzt auf einmal von dem, was wir Brexit nennen, betroffen. Und da merken wir, dass diese Strukturen eben uns gar nicht so bewusst sind. Großbritannien, auch die
Flagge, die wir präsentiert bekommen, auch wenn wir England präsentiert bekommen, ist eigentlich immer die großbritannische, die ja eine gemeinsame ist, wo drei Flaggen übereinander liegen. Ja. Und da sehen wir Schottland, da sehen wir Irland und wir sehen eben England und wie die Dinge miteinander verbogen sind. Und jetzt mit dem Brexit, ja, dann spielt natürlich Großbritannien eine Rolle. Aber England selber kommt auch irgendwo vor, ist ein Teil Großbritanniens. Und du hast eben schon gesagt, die Queen. Die Queen steht wieder für etwas Eigenständiges. Und dann gibt es noch die City of London. Und das ist die Krone. Und die Krone ist nicht die Queen, sondern die Krone ist die City of London. Ja. Und die City of London ist ja mit einer ganz besonderen Stellung nicht einmal Teil Englands. Das muss ganz klar ausgedrückt werden. Ja, also hier müssen wir diese Sonderstellung sehen. Dort sitzt man sehr komfortabel, war nie EU, aber hat Einfluss. Und diese Strukturen sind in einer sehr ähnlichen Form eben auch in den USA zu finden. Dort finden wir eben dann Washington DC. Und die gleichen Strukturen, die gleichen Bilder, die gleichen Muster, ja, gleiche Geschichte, die große Kopie. Ja, die Strippenzieher im Hintergrund, die man gar nicht erkennt, wenn man so denkt, man redet von London, dass doch verschiedene... Was wir jetzt sagen, ist ja nicht neu. Diejenigen, die sich damit beschäftigen, wissen, dass da gab es schon so viel darüber. Ja. Aber wenn die Queen eben die City betritt, dann muss sie sich entsprechend erstmal überhaupt um Erlaubnis bitten. Ja. Und tatsächlich ist es auch so, dass hier ein völlig anderer Rechtsstatus besteht für alle, die dort leben. Die können in keinem anderen Land der Welt unter irgendein anderes Recht gestellt werden. Es gilt immer das Recht der City of London. Und interessant, manchmal auch die Symbole oder die Zeichen, die man in London sieht, da sind oftmals Drachen auf Podesten, also als Statuen irgendwo zu sehen. Und ich war in London und das sind scheinbar auch manchmal so Ecksteine vielleicht der City of London. Ja. Also es ist ein weites Feld, also da wollen wir jetzt nicht noch ein Fass aufmachen, aber man kann sich eben mit all dem befassen. Und wir waren eben Es ist auch gut so. Also wer spürt, dass er wirklich ein Interesse hat, muss nur eines für sich selber herausfinden. Er muss einfach in der Lage sein, damit auch zurechtzukommen, was ihm da begegnet. Ja. Denn wenn du diese Tür öffnest, dann wirst du das nie mehr so ganz loslassen können, denn dann lebst du wirklich auch in einer etwas anderen Welt. Dann treten, und das meine ich in doppelter Hinsicht, einfach Themen in dein Leben, mit denen du umgehen können musst. Ja. Und von daher bin ich der Meinung, es ist immer gut, das mal anzudeuten, auch Hinweise zu geben. Und da, wo wir selber unterworfen werden, solchen Strukturen, die wir übersehen, da halte ich sogar für wichtig, dass man demjenigen, der unterworfen wird, zu sagen, guck mal, auf dieser Rechtsbasis, auf dieser Scheinbasis wirst du hier behandelt. Und wenn du das erkennst, dann hast du den ersten Schritt zu deiner Befreiung gemacht. Der ist noch weit, dieser Weg, aber das ist der wichtigste erste Schritt und das tue ich mit all den Hinweisen hier oder in meinem Podcast und wie auch immer. Genau, es gibt ja Leute, die uns vorwerfen oder sagen, wir würden jetzt immer die Welt erklären und das wäre jetzt alles so. Aber wir fordern im Grunde ja den Zuschauer auf, sich selber weiter zu informieren. Wir können Anregungen geben, die kann man anders sehen, die kann man auch weiter ausführen. Also der Zuschauer ist im Grunde nicht gefordert, hier zu konsumieren und zu sagen, Tagesenergie zu gucken, dann ist alles gut, sondern er muss im Grunde sich da weiter mit, oder kann, er muss nicht, aber das ist das, was wir eigentlich, wovon wir ausgehen. Ist ein Impulsangebot und das ist noch sehr materiell. Ja. Diese Art von Impulsen sind eben stark noch verbunden mit dem System, müssen sie ja auch. Ja? Ich will ja etwas im System aufzeigen, damit du dich selber in dem System wiederfindest an Stellen, von denen du gedacht hast, du wärst gar nicht so verwoben, wo deine Unfreiheit für dich sichtbar wird. Meine Angebote sind in vielen Bereichen viel feiner oder viel weniger materiell, aber genau an dieser Ebene erreiche ich dann auch nur diejenigen, die sich dorthin schon aufgemacht haben. Aber viele sind genau an dem Punkt und werden durch diese Erkenntnisse im Ich-Bereich überhaupt erstmal aufmerksam, indem sie sagen, Moment mal, das widerspricht ja allem, was ich über Demokratie geglaubt habe. Ja. Das widerspricht ja allem, was ich über ein Rechtssystem geglaubt habe. Das widerspricht ja allem, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann macht man, das kann doch nicht sein. Und wenn ich dann
spüre, dass das keine Ausnahmen sind, sondern eine Struktur dahinter liegt, die bisher unsichtbar war, ja, dann ist doch der Schritt, diese Struktur zu erkennen, der erste und wichtigste. Und jetzt kommt es, wenn ich dir sofort sage, okay, und daraus resultiert, das und das musst du machen. Dann übernehme ich etwas, was du selber machen musst. Ja, du das musst ist erst ja ein Prozess, dahin zu kommen, genau. Das zu erkennen. Der erste Schritt ist überhaupt mehr erkennen und dann aufzuwachen und sagen, Mann. Und dann die nächsten Schritte zu machen, bis du die Reife hast. Ja. In 3 Wochen, in 4 Wochen, in 8 Wochen. Die Schritte können wir für die Zuschauer nicht machen. Nein. Wir können sie nur anregen. Das heißt, der Zuschauer ist gefordert durch diese Sendung. Und das ist auch wichtig. Es sind Anregungen und wir sind ja durch Anregungen auch überhaupt dazu gekommen, dass wir jetzt hier sitzen und uns mit solchen Themen beschäftigen. Hätten wir vor 10 oder 20 Jahren nicht auch Anregungen bekommen, guck da mal hin, dann hätten wir jetzt gar nicht die Grundlagen, um jetzt diese Gespräche zu führen. Und vieles ist in der Theorie gänzlich anders als in der Praxis. Mhm. Das heißt, auch hier braucht sogar das Praktische damit umgehen. Ja. Und die Dinge, die ich praktisch tue, die kann ich auch gerne teilen. Wobei, und auch das ist ein wichtiger Hinweis, die Strategie, die ich vielleicht verwendet habe, möglicherweise gar nicht für dich geeignet ist. Und auch das kannst du erst herausfinden, wenn du dich besser kennst. Ja. So, und dieses besser kennen, das geschieht in der Regel erst, wenn du dich überhaupt einmal auf dem, und das sage ich jetzt ausdrücklich, Schlachtfeld wiederfindest. Mhm. Das ist im spirituellen Kreisen ja ein Unwort. Ja. Da sollte man am besten über dieses Feld hinwegschweben können. Ja. Aber beim Aufwachen, beim Wachwerden in der Kinderwelt, nimmst du dich zwingend zunächst einmal jetzt auf einmal in einer Welt des Erwachsenen wieder, die ein Schlachtfeld ist, ja, wo du auf einmal erkennst, ach du lieber Gott. Ja. Hätte ich und nie dann gedacht, ja, merkst du erst die Regeln. Du kannst nicht sanft mit einer Binde um die Augen von einem liebevollen Menschen durch das Schlachtfeld hindurchgeführt werden, ja, um dann als Erleuchteter am anderen Ende anzukommen. Ja. Weil dieser Weg durch das Schlachtfeld der ist, der gegangen werden muss, damit der Schein der Schlacht durchschaut wird. Denn in Wahrheit ist sie tatsächlich nichts als ein Schein. Aber du musst sie betreten und am Anfang scheint sie sehr real, ist sehr real. Und das ist etwas, was du auch in dem praktischen Umgang erlebst. Am Anfang ist es sehr aufreibend und später wird es entspannt. Und ich kann dir nicht die entspannte Lösung geben, wenn du richtig, das Aufreibende nie erlebt hast. Genau. Es wirkt erschreckend am Anfang, aber da muss man dann ein bisschen durch, um dann das auch zu überwinden. Gut, ja, du hast viele, viele Meldungen, wo ganz geht's viele weiter? Und, ich und wir sind noch mitten im Brexit, ja, möchte ich sagen. Ja, okay. Denn der Brexit zeigt uns, wo es hingeht. Und ich muss wirklich ganz deutlich sagen, der Brexit ist ein deutliches Signal, ja, und ist ganz klar ein Zeichen. Es ist nicht nur ein Symbol für uns, oh, jetzt geht's los, jetzt verändert sich was. Es ist nicht nur ein Symbol für diejenigen, die jetzt in ein Mainstream-Horn blasen, wie es zum Beispiel der Spiegel tut, der hier vorher geschrieben hat, die Deutschen flehen die Briten an, bitte, bitte, bitte nicht. Und jetzt schreibt, das ist also eine Katastrophe. Das meine ich nicht. Mhm. Sondern es ist ein wirkliches Zeichen. Achtung! Es ist das, der Milestone passiert. Jetzt verändert sich was in der EU und wir können so viel sehen und vieles davon wird die Leute überraschen in der Geschwindigkeit. Ja, das klingt bedrohlich, ja, das ist es auch. Es wird einiges geschehen, das sage ich in der Deutlichkeit, weil es später ja, schon überholt sein kann. Was kannst du da konkreter was sagen, was du erwartest? Unbedingt. Also einmal haben wir das hier. Berliner Journal, Ratingagentur S&P, Standard & Poor's senkt genau Kreditwürdigkeit der EU. Also genau, Kreditwürdigkeit wird herabgesetzt. Genau, also die EU wird jetzt herabgestuft. Und wir müssen sehen, dass es tatsächlich 2 große Währungen gibt. Ich muss immer, wenn ich das sage, voranstellen, dass das alles nur modellhafte Näherungen sind. Auch das sind Illusionen, die ich brauche, die aber, sonst kann ich es gar nicht erklären. Ich muss mich der Illusion bedienen und so tun, als wären das eben Währungen. Ja? Ja. Der Euro und der Dollar sind die beiden ganz großen zentralen Währungen, so hat es den Anschein. Und hier geht es auch wirklich darum, wer geht zuletzt zugrunde. Ja. Und dieser Kampf, der dort sich energetisch ausdrückt, der wird
wirklich inzwischen immer radikaler geführt. Wir sehen VW, die jetzt über 13 Milliarden zahlen müssen. Ja, jetzt wird Bosch angegriffen, ne? Das genau. Die Software. Bosch ist das nächste, was jetzt auf dem, also die Bosch ganz liefert großen für 50% der Dinge, die wir in unseren Handys haben, also die ganzen Sensoren und kleinen Dinge. Also und das ist Ausdruck eine ganz große deutscher Ingenieurskunst, ist einer der ganz großen alten Namen, die jetzt beschädigt werden. Man zerschlägt jetzt alles. Also so wie das Sparschwein geschlachtet wird und dabei auf der Strecke bleibt, wird auch hier noch einmal Kasse gemacht. Wir müssen es ganz klar sehen. Und wenn Deutschland im Mittelpunkt, im Fokus dieser Angriffe steht, dann deswegen, weil hier am meisten zu holen ist und weil gleichzeitig wirklich mehrfach in den Motor der Lokomotive geschossen wird, die EU noch über holpriges Terrain gezogen hat. Also ganz, ganz deutlich. Und Standard & Poor's ist ein privates Konsortium, das jetzt auf einmal eine Rating-Meinung verändert. Das kann vielleicht von jemand, der unbedarft ist, so gedeutet werden, dass er sagt, naja, spielt ja keine Rolle. Oh doch, denn ganz viele Vorschriften bestimmen darüber, welche Papiere gehalten werden dürfen. Und da hängt das Rating ganz entscheidend davon ab. Mit anderen Worten, Investoren werden gezwungen, EU-Papiere zu verkaufen, wenn das Herabrating weiter Fahrt aufnimmt. Ja. Sie dürfen es schlicht nicht. Und ich habe schon so oft gesagt, die bestimmen, das sind die Versicherungen. Und ich habe schon so viel dummes Zeug in den Kommentarfeldern gelesen, das leider dazu führt, dass die Leute mit einem Halbwissen meinen, irgendetwas zu wissen. Versicherung, damit ist nicht deine Haftpflicht gemeint, damit ist nicht irgendeine kleine Versicherung gemeint, sondern die die Regeln machen. Der die Regeln macht und dafür haftet, der bestimmt. Und das ist eigentlich der Trick. Es geht ein anderer in eine Position hinein, in der er entweder als Treuhänder agiert mit bestimmtem Recht oder als derjenige, der die Haftung übernimmt. Übrigens immer nur begrenzt. Begrenzte Haftung. Immer nur begrenzt. Deswegen ist auch so wichtig, dass wir als Menschen unsere Rechte beraubt werden, denn ein Mensch kann eine unbegrenzte Haftung erklären. Und damit könnte er immer in eine nicht zu schlagende, übergeordnete Position in diesem Streit der Kräfte auftrumpfen. Und das ist unmöglich, das darf nicht sein. Hier muss immer ein Deckel drauf liegen und dieser Deckel wird vorgegeben. Und derjenige, der die Haftung quasi übernimmt, der macht die Regeln. Du hast einen Autounfall, dann sagt die Versicherung, Herr Konrad, wenn Sie jetzt zugeben, dass Sie schuld sind, dann haften wir nicht. Dann tritt die Versicherung nicht ein. Mhm. Die Versicherung tritt nur ein, wenn wir das Steuer übernehmen. Und das ist der Trick. Also andere nehmen uns das Steuer aus der Hand. Das ist die ganz, ganz große Überschrift. Und das macht man, indem man Regeln aufstellt, nachdem beispielsweise Geldströme kontrolliert werden. Man darf also irgendwann nicht mehr in die EU. Auch wenn man sagt, ich finde die irgendwie sympathisch, die gefallen mir. Ich darf nicht. Ich kann nicht, ich darf nicht. Der zweite große Geld- und Energiestrom läuft in die Staatsanleihen. Die liegen im Moment bei der BRD bei 0% auf 10 Jahre. Ja. Die Staatsanleihen sind aber die vorgegebene Wahl der großen Versicherungsgesellschaften, wenn es um Lebensversicherung und um Rentenpapiere geht. Mit anderen Worten, jetzt gibt es 0%. Gezwungenermaßen muss aber das gekauft werden. Also hier sehen wir, wie bestimmt wird. Da braucht es keine Gesetze, das will ich damit sagen. Es braucht keine Gesetze, es braucht nur Verträge. Und da geht alles hin. Klingt beängstigend. Also es wird klingt noch ja besser. Als, ja. Okay. Wird noch besser. Guck mal, das hier. Auch Berliner Journal. Deutsche Bank fällt erneut durch Stresstest. Die Deutsche Bank hat den Stresstest der US-Notenbank Federal Reserve gerissen. Die Fed begründet das erneute Scheitern am Montag nach Börsenschluss mit qualitativen Bedenken, besonders beim Risikomanagement und bei ihren Kontrollen. Genau. Also für mich ganz klar, ich sage es hier in aller Deutlichkeit, dass die Deutsche Bank sind die neuen Lehman Brothers. Wir werden den Einbruch der Deutschen Bank und den Zusammenbruch sehen. Die Deutsche Bank wird eine entscheidende Rolle spielen dabei. Das ist das, was auf dem Plan steht. Die Deutsche Bank schließt 25% ihrer Filialen. 25% ihrer Filialen. Ja. Und wenn daran denkt, wie gut es in Anführungszeichen der Deutschen Bank vor wenigen Jahren noch ging, die ein riesiges Machtpotenzial repräsentiert hat und wie man jetzt die Vorbereitung trifft, denn nichts anderes geschieht,
um diesen Dominostein umzuwerfen, und schon der Name sagt, wer hier Schuld haben wird. Also wir werden sehen, hier werden die entsprechenden Dinge so vorbereitet, wie es uns nicht gefallen kann, aber in aller Deutlichkeit geschieht's. Ich habe mich früher immer gefragt, hätte man, wenn man in einer Zeit gelebt hätte wie im Dritten Reich, die Dinge so kommen sehen können, wie sie gekommen sind. Jetzt kann ich deutlich sagen, ja, alles, was wir vor uns haben, sehen wir kommen. Und wir sehen es aus weiter Distanz kommen. Wir können weit gucken. Aber wir können im Grunde nichts machen. Wir können an dieser Stelle nichts machen. Wir können aber an anderen Stellen was machen. Aber dazu können wir später kommen. Ja. Und es wird so kommen, weil es so kommen muss. Und leider muss es so kommen, weil so viele Leute immer noch nicht sehen. Ja. Ja, das war also das zum Thema Brexit. Fast alles schon. Hier habe ich noch mal eine Meldung vom 16.06., also vor dem Brexit-Austritt. Bitte bleibt Briten. Ja. Experten warnen vor Unsicherheitsschock auf die gesamte EU. Also das wurde uns so penetrant und aufdringlich gesagt. Das ist also ganz schrecklich, wenn das passiert. Ja, und jetzt ist es passiert und jetzt hat man eine Begründung für das, was geschieht. Nichts anderes. Ja. Also ich weiß, dass viele es gefeiert haben und sagen, Gott sei Dank, jetzt ist es passiert. Ja, stimmt, ist es auch gut so. Aber jetzt wird es erstmal ungemütlich auf der Bühne. Es wird einiges aufgebaut, was uns erschrecken wird. Aber es wäre sonst eh gekommen. Also ich habe ja mit Leuten gesprochen, auch so beim Sport und so, und die sagen, ja, wenn wir gewählt hätten, dann wären wir wahrscheinlich auch ausgestiegen aus der EU, und viele andere Länder wahrscheinlich auch, wenn man so befragen würde. Natürlich, ist ja gar keine Überraschung. Es würde natürlich immer auch etwas thematisch da zusammengebracht, was nicht zusammengehört. Die EU und Europa und ein Euro und die EU und ein Euro und Europa. Und in Wahrheit ist das, was man uns dort präsentiert, als ein einiges Europa nichts anderes als ein Zusammenzwingen von Kulturen und vor allen Dingen ein Zusammenzwingen von souveränen, ehemals souveränen Strukturen, die man alle ihre eigenen verbliebenen Restsouveränität beraubt. Und das über einen langen Prozess von Jahrhunderten. Also von daher spreche ich nicht von der EU als etwas, das die Dinge erst so gemacht hat, sondern der Weg dahin ist lang. Ja. Ich habe was mitgebracht, was du vielleicht noch gar nicht gehört hast, den Schwexit. Ich habe es gerade auf Kopf gelesen, ja. Ja, Schwexit. Die Schweiz ist nämlich auch schon nicht mehr so motiviert. Sie zieht ihren EU-Beitrittsgesuch zurück. Mhm. Das war am 16. Juni hier veröffentlicht worden. Ich weiß nicht, hast du es irgendwo gelesen? Schwexit nicht. Frexit habe ich schon gehört. Ja. Der kommt also der vielleicht könnte noch kommen, mehr. Ja, aber Schwexit ist konkret. Okay. Also hier die Schweizer, also wir wollen gar nicht mehr. Ich glaube, da sind noch mehr Länder auch. Genau, Finnland zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ist auch London, auf dem Weg. Ja. Also man merkt, hier wird dann zusammengefasst, der Nationalrat hatte im März bei dem Sinne mit 126 zu 46 Stimmen bei 18 Enthaltungen entschieden. Die Schweiz beendet kurz und schmerzlos das Thema EU. Also hier sehen wir, dass die Schweiz noch einen Restverstand hat. Und dass wir natürlich auch andererseits, und da möchte ich wieder ein klein bisschen die Dinge relativieren, immer auch eine Struktur brauchen, die außerhalb dessen steht, was da jetzt dem unterworfen wird, was jetzt abläuft. Also auch dort weiß man sehr wohl, dass man nicht alles zerschlagen darf. Man braucht noch bestimmte Strukturen. Und die Schweiz bietet sich dafür an. Die Schweiz bietet sich an. Die Schweiz ist insbesondere in Basel auch ein Ort, der wichtig ist. In Basel gibt es auch einen Bereich, der nicht zur Schweiz gehört, wie nur wenige wissen. Ist das die BIP, diese Bank of International? Die BIZ, ja, genau, die BIZ, ja. Die ist auf einem neutralen Gebiet. Und das ist natürlich auch interessant, wenn man es beobachtet. Und hier sehen wir Tendenzen, die wir eben auf der ganzen Welt sehen können. Ja, die EU verändert sich, das ist gar keine Frage. Und Merkel verändert sich übrigens auch. Das führt übrigens dazu, dass sie jetzt was ganz anderes sagt als bisher. Hast du das schon gesehen? Merkel warnt vor Angriff der Migranten auf Europa, auch aus dem Berlin-Journal. In einer Rede warnt Angela Merkel vor einer verstärkten Masseneinwanderung aus Schwarzafrika. Sie spricht von einem Angriff der Migranten auf Europa und fordert eine Sicherung der EU-Außengrenzen. Hat sie ja früher auch schon mal gesagt. Es gibt alte Interviews mit ihr, wo sie auch ganz klar gesagt hat, dass mit Multikulti und so, das klappt nicht so, aber inzwischen hat sie ja ihre Meinung mehrmals geändert. Nein, sie hat nicht ihre Meinung geändert. Naja, sie musste ihre, oder sie es hat, wurde bestimmt. Ja, sie ist ausführendes Organ. Ja. Es ist wirklich wichtig. Ja. Wir dürfen nicht in diese Strukturen hineingedanken, ja, sie hat ihre Meinung geändert. Ja, ja. Weil
ich greife das recht, nicht ja. auf, um ja. dir jetzt irgendwo dort eine Fehlformulierung vorhalten zu wollen, sondern ich will damit hinweisen, wie ja. häufig findest du das? Es geht nicht um Merkels Meinung. Ja. Merkel hat nichts zu meinen. Auch Merkel muss weg, ist nicht die Lösung. Sondern ja. es ist einfach, sie ist die Figur, die das repräsentiert. Warum auch immer, ob das ja. aus ihrem eigenen Antrieb heraus geschieht oder ob das etwas ist, was über sie geschieht, ist natürlich von Bedeutung, aber wichtig ist, es geschieht wirklich, weil es so gewollt ist und weil es eine Rolle ist. Weil es eine Rolle ist, die sie übernimmt. Ja. Aber es ist schon erstaunlich und ich habe hier eine Meldung mitgebracht. Fast das gleiche Bild. Ja, fast das gleiche Bild. Das ist allerdings in einem anderen Zusammenhang, denn hier ging es um einen Tag, an dem Angela Merkel auf dem Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrats gesprochen hat. Und da hat sie gesagt, Angriff auf die Außengrenzen. Jetzt spricht Merkel ganz anders über Flüchtlingskrise. Diese Wortwahl lässt aufhorchen. Bei einer Veranstaltung des CDU-Wirtschaftsrates am Dienstag sprach Angela Merkel im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise von einem Angriff auf die europäischen Außengrenzen. Das passt so gar nicht in die bisherige Tonlage der Kanzlerin zu diesem Thema. Diese Tonlage hatte sie mit ihrem Wir schaffen das im Spätsommer vergangenen Jahres gesetzt. Und so weiter. Mhm. Ich habe das deswegen mitgebracht, weil diese Meldung enorm wichtig ist für das grundsätzliche Verständnis. Wenn du die Vorstellung hast, dass es eine Meinung ist von Frau Merkel und dass die auf Fakten basiert, ja. dann kommst du in eine völlige Fehlinterpretation dessen, was geschieht. Merkel macht das, was getan wird. Und ja. wenn es jetzt heißt nach rechts und es heißt 5 Minuten später nach links, dann ruft sie, ich habe schon immer gesagt, es geht nach links. Ja. Und das ist etwas, das jetzt geschehen muss, weil wir jetzt an diesem Szenario angekommen sind. Es beginnt der nächste Akt. Und diesem Akt ist nicht mehr, ja, wie sagt man, Schmusehof oder Ponyhof angesagt, ja, genau. sondern jetzt geht's anders. Parallel dazu habe ich diese Umfrage mitgebracht. Interessant ist, wo sie herkommt, das sehen wir gleich. Kannst gleich in dieses Kamera halten, Joe. Mhm. Nein zur Politik der offenen Grenzen. Die Unzufriedenheit in der EU mit der Flüchtlingspolitik ist hoch. Und da kannst du mal hochhalten und dann siehst du die Angaben in Prozent. Und das ist bemerkenswert, wo sie hoch sind, wo sie nicht ganz so hoch sind, wie hoch sie sind. Und dann gucken wir uns an, wo das herkommt. Halt's doch mal rein und liest doch mal dann die Prozente bitte vor, Joe. Also ich sehe da, Griechenland hat die höchste ja. Unzufriedenheit. Ja. Dann kommt Schweden, Italien, Spanien. Dann kommt Schweden. Ja. Schweden wird uns doch immer präsentiert als das glückliche Multikulti-Land. Ja. Aber wir lange sehen, vorbei. Dass mit ja. über 80% die Schweden es überhaupt nicht wollen, dass die Unzufriedenheit gigantisch ist. Ja. In Griechenland, Italien. Ja. Und wer einmal die Bilder in Italien angesehen hat, die jetzt gezeigt werden, wo wirkliche marodierende Horden ja. alles kaputt schlagen, die Italiener beschimpfen, und zwar auf eine rücksichtslose und im Übrigen höchst rassistische Form, ja. Können wir erkennen, was dort mit aller Gewalt in die bisherigen Strukturen hineingeholt wird. Und wenn jetzt Merkel sagt, jetzt machen wir die Grenzen dicht, dann kann mich das nicht beruhigen. Es ist immer eine Frage, was wir heraushören. Ja. Wir sehen aber auch, die Unzufriedenheit wächst. Selbst in Deutschland ist sie 67 hoch. 67%. Ja. Deutschland ist immer noch ganz weit unten. Ja. Und vor den Niederländern noch. Ja. ja. Also ganz, ganz, ganz weit unten und trotzdem sind das 67%. Täusche dich nicht, das ist eine gewaltige Mehrheit. Pew Research Center. Genau, es kommt aus einem amerikanischen Think Tank. Ja. Also die Amerikaner drücken jetzt auf den Knopf und sagen, Merkel, pass auf, umdrehen. Das heißt, die brauchen wahrscheinlich gar nicht zu sagen, sondern nur den Knopf zu drücken. Ja. Und das ist das, was wir jetzt sehen können. Zum einen wird jetzt zugegeben, dass es eine Unzufriedenheit gibt. Das ist sehr gefährlich, weil wenn sie erkannt wird, wird sie salonfähig. Dann werden die Leute, die ihr Fähnchen immer nach dem Winde drehen, auf einmal auch der Mehrheit sich zuwenden. Und dann verändert sich das kolossal. Man will jetzt andere Verhältnisse und deswegen lesen wir auch in vielen Zeitungen, dass die Kriminalität so stark steigt, dass in den Schwimmbädern wieder Vergewaltigungen geschehen. Ja. Das kommt jetzt in den Mainstream. Jetzt ist der Mohr da und jetzt hat er seine Schuldigkeit noch nicht getan, aber jetzt wird er für die nächste Szenario vorbereitet. Es
werden alle missbraucht. Ja. Missbraucht von denjenigen, die Strukturen zusammenbringen, die nicht zusammengehören, die einen Kampf und einen Krieg führen gegen unsere Kulturen und das, was davon übrig ist. Ja. Und die uns bisher schon so stark abgeschnitten haben, dass wir es nicht mal bemerken. Bemerkenswert, alles zusammen. Okay. Ja, ich wollte. Ich habe noch was. Ja, gerne. Ich habe es aus NTV vom 30. Juni 2016. Demokratia aus dem Szene der Grexit-Krise. Übrigens hat Griechenland gerade wieder Geld bekommen. Hast du das mitbekommen? Nein, das passiert jetzt so wenig. Während der EM so eben der im Hintergrund. 75.000 Millionen, das ist natürlich nicht viel. Da kann man schon wieder ein paar Wochen, kann man schon wieder so tun, als gäbe es keine Probleme. Und wir dürfen nicht vergessen, das sind immer Schuldscheine. Ja, es landet ja auch nicht bei den Griechen. Ja, ne? Vor allen Dingen sind Schuldscheine. Es werden immer mehr Schuldscheine produziert. Ja. Aber jetzt kommt's. Zeitung macht Schäuble zum Henker Europas. Auf dem Zenit der Grexit-Krise vor einem Jahr wird der deutsche Finanzminister wegen seiner unnachgiebigen Haltung zur Hassfigur der Griechen. Nach dem Brexit-Votum, also ganz aktuell, legt er wieder einen Plan vor. Eine konservative Athener Zeitung nimmt ihm das übel. Also hier wird Schäuble wieder als jemand gezeigt, der es wagt, sich einzumischen, was in Griechenland zu geschehen hat. Eine unglaubliche Frechheit. Ja, natürlich. Eine unglaubliche Frechheit. Aber natürlich Usus in der EU. Und nochmal mein Hinweis, Merkel soll bitte jetzt übernehmen, aber keiner soll es merken. Mhm. Genau das ist geplant. Die Deutschen sind diejenigen, die das Licht ausmachen und die, die verantwortlich sind, dass es ausgegangen ist. Das ist die Situation. Und hier werden Hassfiguren geschürt. Und das ist das, was mit großer Geschwindigkeit vorangetrieben wird und was in den nächsten Wochen, vielleicht Tagen, enorm Fahrt aufnimmt. Denkt an die Deutsche Bank. Kannst du ganz deutlich sagen. Naja, VW und Bosch und so weiter. Ja, kommt alles. Und ein paar Beispiele dafür, wie wir scheinbar schon gehasst werden. Muslime. Wir werden nicht gehasst. Wir werden überhaupt nicht gehasst. Man erklärt uns, dass man uns hasst. Ja, aber einige. Und einige blasen in das Horn. Ich kann nur sagen, dass wir uns diesen Hass, den man uns unterstellt, selber unterstellen. Denn in Wahrheit ist das, was man uns so häufig präsentiert, ob es der Genderwahnsinn ist oder linke Absurditäten oder der Hass auf Deutschland. Das sind Gruppierungen, die sind verschwindend klein. Die sind weniger als 1, 2, 3%. Aber sie blasen sich auf, so wie es kleine Köter gern tun. Und das ist immer deren großes Maul, das mit einem Verstärker uns so deutlich gezeigt wird. Und dann kommt's. In der Kombination mit dem Hinweis, wir müssen Minderheiten schützen, zu einem schützenswerten Gut erklärt wird. In Wahrheit ist die Mehrheit längst dagegen. In Wahrheit ist es eine Farce. Aber wenn es die Mehrheit nicht erkennt, dann kann die Minderheit sich aufblasen. Und es kann alles gar nicht so absurd sein, dass es nicht geschluckt wird, um sich anzupassen. Wer dort ruft, wir sollten toleranter sein, soll sich das Ergebnis unserer fehlverstandenen Toleranz anschauen. Es ist erschreckend und schlimm. Und das ist etwas, was enorm wichtig wird, dass es uns klar wird. Habe ich ein paar Beispiele vielleicht zwischendurch. Muslime verbrennen Schweizer Fahne, nur zwischendurch Grüne, junge Grüne urinieren auf Deutschlandflagge oder fordern Fahnenverbot bei EM. Ist ja okay, aber zeigt eben auch das Weltbild. Eines der Antifa ist noch schlimmer. In Hamburg hängen plötzlich Flugblätter mit der Anschrift und dem Namen der minderjährigen Tochter einer AfD-Politikerin. Diese will sich nicht einschüchtern lassen, trifft aber Vorsichtsmaßnahmen. Also die Hamburger Antifa setzt eine AfD-Politikerin unter Druck. Und da sehen wir wieder mal, da wo Anti draufsteht, ist genau das Gegenteil drin. So wie immer das Gegenteil drin ist. Christlich-demokratische Union, soziale Partei, Alternative für Deutschland, genauso. Alternative für Deutschland, antifaschistisch. Das Gegenteil ist immer, immer, immer die Wahrheit. Ja. Und wer sich da wundert, und vor allen Dingen, Joe, wer glaubt, es gibt Ausnahmen und diese Ausnahmen dann in den gestärkten Strukturen wiederzufinden glaubt, ja, der hat's Klingeln noch nicht gehört. Denn deutlich wird auch, die Staatsreligion ist eben auch keine Ausnahme. Sie ist eben genau das, was sie sein soll, damit das System so funktioniert. Und wer es nicht merkt, der wird natürlich immer wieder neu in Illusionen hineingeschubst
Und das funktioniert wunderbar. Und viele, die dort bei der Antifa sind, machen es wahrscheinlich in guter Absicht. Nur sie sollen sich doch bitte einfach mal anschauen, wie faschistoid ihr eigenes Verhalten ist. Ja. Mal unabhängig von dem, was sie dort zu bekämpfen meinen. Mhm. Was auch erstmal sehr, sehr klischeehaft vonstatten geht und nun wirklich auf eine Art geschieht, die in Totschlag, und das nicht nur in Totschlagargumenten, sondern in tatsächlichen physischen Totschlagen gipfelt. Neu ist es freilich nicht, das ist die gleiche Form, ich habe schon oft gesagt, wie in der Weimarer Republik, als die politischen Kampfverbände die Menschen totgeschlagen haben. Ja. Die Linken hatten auf diese Kampfverbände, die Rechten, es gab die Rotfront, das war der linke Kampfverband, und es gab den Stahlhelm, das war die Rechte. Ja, ja. Aber die Linken berufen sich heute darauf, dass Rosa Luxemburg von Nazis ermordet wurde und denken dann, das wäre ein Argument. Aber das ist natürlich umgekehrt genauso. Das ist das Argument eines Schwachsinnigen, ja. Ja. Ich habe noch eine kleine Meldung. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker erhält einen Preis für ihre Flüchtlingspolitik. Sie bekommt den Hildegard Hambrücher Förderpreis für Demokratie, Lernen und Erfahrung. Natürlich. Also einen Meter Abstand halten ist schon ein förderwürdiges Argument. Ja, aber guck mal, die Dinge, die wir hier präsentiert bekommen, die großen Köpfe dieses Systems, ja, was glaubst du, wer das sind? Und das funktioniert einfach auf eine so simple Art, dass man, wenn man einmal die Struktur durchschaut hat, natürlich auch sie überall durchschauen kann. Sie feiern dann sich gegenseitig. Bleibt nichts mehr übrig. Ja, natürlich. Sie feiern sich genauso wie damals eben auch in der Sowjetunion man sich gefeiert hat oder wie man sich in den Systemen, die uns westlich orientierten, als Struktur der Lächerlichkeit verständlicher werden. Da können wir es sehen. Hier ist es aber kein Deut besser. Und die heften sich gegenseitig einen Preis an die Brust. Der Euro hat einen Preis bekommen, einen EU-Preis. So wie eben natürlich auch der Karlspreis ein Ausdruck ist einer bestimmten Ideologie. Es ist ein Preis für eine Ideologie. Es ist kein Preis für eine gute Tat. Es ist ein Preis für eine Ideologie. Und wir werden verhöhnt. Und das Ganze führt in eine gewollte Struktur. Und wenn du magst, leg das mal kurz zur Seite. Habe ich hier etwas, das diesen Weg aufzeigt, und ich würde das gerne aufgreifen. Das könnten wir, glaube ich, elegant tun. Du hast eben davon gesprochen, was das eben führt, dass Menschen eben auch beispielsweise das, was ihre gemeinsame Verbindung in der Kultur ist, als etwas Schändliches empfinden, weil sie eine Ableitung vornehmen, die vollkommen absurd ist, aber für viele Menschen schlüssig erscheint, weil sie in einem Wahn gefangen sind. Denn ein gemeinsames Gefühl von wir ist die Basis für alles, was du erreichen kannst. Schiller hat es sehr schön gesagt. Er hat gesagt, wir könnten viel, wenn wir zusammenstünden. Mhm. Und das ist wunderschön und das ist genau der Ausdruck. Und dieses Zusammenstehen, das hat früher in Dorfgemeinschaften stattgefunden. Natürlich führt das in einer übertriebenen, pervertierten Form dann immer dazu, dass etwas, was nicht zum Wir gehört, ausgegrenzt wird. Ja. Aber warum sollen wir nicht die Tür aufmachen und dieses Wir vergrößern und damit zu einer noch stärkeren Qualität kommen? Das ist auch etwas in unserer Entwicklung immer wieder Geschehenes. Und so hat man solche Türen immer geöffnet. Gerade Preußen hat diese Türen geöffnet für die Hugenotten und hat denen, die etwas beizutragen hatten, nicht nur sehr gerne einen Platz gegeben, sondern hat sehr profitiert davon und war ein Anziehungspunkt aus ganz Europa, der Besten. Und was wir jetzt sehen, ist die pervertierte Form davon und es sind die Pervertierten, die diese Form schüren. Warum ich das aber sage und warum ich so aushole, ist, weil das einen Ausdruck findet in einer unglaublichen Form, die ich gerne beleuchten möchte. In Nordrhein-Westfalen sind die Grünen sehr stolz, dass es jetzt also einen Schwur gibt, der nicht mehr sich darauf beruht, im Sinne des Volkes zu handeln, sondern im Sinne des Landes Nordrhein-Westfalens. Also der neue Schwur, der jetzt von den Politikern abgelegt wird oder auch von den Beamten, den Pseudobeamten oder von den Bediensteten, der schwört nicht mehr auf den Einsatz für die Bevölkerung, sondern für das deutsche Volk. Für das deutsche Volk. Das war, glaube ich, stand da drin und jetzt heißt es für die Bevölkerung. Ja, jetzt heißt es aber für das Land Nordrhein-Westfalen. Ja. Okay. Und dieses Land Nordrhein-Westfalen ist natürlich eine reine Fiktion. Denn
hier können wir ganz einfach sehen, dass natürlich der in Nordrhein-Westfalen lebt, die irrige Vorstellung entwickeln könnte, das heißt, es ist ein Einsetzen für mich. Nun sehen wir aber, wer das Land repräsentiert und dass dieses Land, ohne dass wir da groß im Moment drauf eingehen, das tun wir gleich, und dass dieses Land im Grunde eigene Interessen zu verfolgen scheint, denn die werden in den Mittelpunkt gestellt und die sagen beispielsweise, ja, wir wollen eben zum Beispiel bestimmte Dinge so und so umsetzen, wir wollen Fracking und wir wollen dies und das. Auch wenn die Mehrheit der Bevölkerung jetzt überhaupt keine Stimme mehr hat, denn das Land und das Interesse des Landes steht über allem. Und das Land, und jetzt kommt's so, ist verknüpft mit anderen Ländern. Also das Land kann gar nicht mehr aus seiner Eigenverständnis als Land heraus agieren, sondern es kann nur noch und ausschließlich in einem Verbund mit anderen Ländern seine Position aus dieser völlig anderen Situation heraus sich anschauen und sagen, natürlich, klar, wir wissen, die Bevölkerung ist dagegen, aber die anderen Länder würden sonst nicht mitmachen. Ja. Wir müssen jetzt im Interesse des Landes und der anderen Länder, die sind natürlich noch übergeordnet, agieren. Und darüber sitzt natürlich noch das Interesse der EU. Hm. Also mit anderen Worten, deine Stimme geht völlig verloren. Ja. Jetzt muss ich ganz dringend noch etwas ergänzend sagen, es gibt gar kein Land Nordrhein-Westfalen. Das ist das Nächste, was man sagen muss, sondern es gibt nur einen Verwaltungsbereich der Alliierten, der sich Land Nordrhein-Westfalen nennen darf. Und genau so ist es formuliert in den Schäfgesetzen. Ich glaube, es ist Gesetz 52, bin ich ganz sicher. Dort ist formuliert, dass es also Verwaltungszonen eingerichtet werden, in denen wir uns befinden. Mhm. Und die werden Länder genannt und können Länder genannt werden. Das klassische Land, wie wir es uns vorstellen, hat damit überhaupt nun gar nichts zu tun. Und dann entstehen eben auch Fantasieländer wie Niedersachsen, das es vorher nie gegeben hat. Also darüber müssen wir uns einfach bewusst werden, dass das natürlich nochmal eine Dimension hier reinbringt. Also ist derjenige, der jetzt sagt, ich setze mich ein für das Land Nordrhein-Westfalen, sagt, ich setze mich ein für den Verwaltungsbereich, der sich Land nennt. Und damit setze ich mich ein für diejenigen, die die Verwalter sind. Das sind die letzter Konsequenz diejenigen, die hier bestimmen. Und natürlich deren Herren, die im Hintergrund bestimmen. Und damit wissen wir, wem dort gedient wird. Und wenn die Grünen das beklatschen, sind sie entweder so grün hinter den Ohren, dass sie es nicht sehen können, was ich vermute, oder so dumm, oder sie sind so böswillig. Alles führt aber dazu, dass sie im Grunde genommen ein Ausdruck dessen sind, was im Moment wirklich, wirklich durchschaut werden muss. Es ist wirklich an der Zeit. Sehr schön. Sehr schöner Vortrag. Hilft nichts, weil das Ganze geht natürlich noch weiter, denn es ist Ausdruck auch der Kommerzialisierung des Systems. Wir könnten hier immer weiter und tiefer reinkommen. Ja, ja, klar. Und dazu habe ich noch mehr mitgebracht. Mhm. Ja. Aber wenn du meinst, kannst du natürlich auch gerne... Ach, ja, das würde ich jetzt gerne vorziehen. Guck. Okay. Guck mal hier, das ist toll, was ich mitgebracht habe. Liest du es netterweise vor, Joe? Das, okay. Vielleicht zeigst du es mal, eine böse Falle für den armen Joe, der das natürlich nicht vorlesen kann. Da bin ich etwas überfordert. Weil dein Arabisch eingerostet ist, bisschen, vermutlich. Ja. Ich habe es aber auch in Deutsch. Gut. Kindergeld für Asylberechtigte und anerkannte Flüchtlinge. Herzlich willkommen bei der Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit. Gibt es also zweisprachig oder wahrscheinlich noch viel mehrsprachig? Genau, gibt es neuerdings in Arabisch. Und hier wird eben jedem, der Flüchtling ist, erklärt, wie er sofort Anspruch auf Kindergeld hat. Das Kindergeld wird monatlich gezahlt. Für das erste Kind 188, für das zweite und dritte auch etwa und für das vierte schon 219 Euro. So. Jetzt fragt sich natürlich jemand zunächst einmal, ja, wie kann dieses großherzige Angebot aufgrund der Nachfrage, die zu erwarten ist, überhaupt gemacht werden? Schließlich ist doch gar kein Geld da, wie man es immer sagt. Hm. Wir wissen es besser, Joe. Jedes Kind, das hier in das System hineinkommt, wird auf eine komplexe Art und Weise durch eine Registrierung des Namens zu einem Mittel gemacht, mit dem sich wieder Konten und Gelder und Schuldscheine ins System hinein bewegen lassen. Es ist schwierig, das richtig zu sagen, denn es ist sehr komplex und alle Formen sind fast... Man kann mit handeln sozusagen. Ja, man kann mit handeln, man kann was damit machen. Ja. Das ist das, was hier geschieht und was eben auch eine Antwort sein kann für diejenigen, die sagen, ja, aber wie kann das, ich stehe davor, bisher war kein Geld da, um
irgendeine Straße zu reparieren, ja, oder um irgendetwas oder bei der Polizei eine neue Schreibmaschine zu kaufen. Ja. Ja. Und auf einmal sind dort viele Gelder da. Und dass die abgerufen werden, das können wir übrigens sehen. Guck mal her. Und da werden uns auch schon die richtigen Neudeutschen präsentiert. Schon. Geburtenstatistik. In Deutschland kommen mehr Kinder zur Welt. Die Zahl der Geburten. Ich zeige einfach vielleicht mal, damit wir wissen, wie es aussieht. Da sehen wir auch schon, wie es aussieht hier. Natürlich werden hier die statistischen Verhältnisse nicht ganz richtig wiedergegeben, denn tatsächlich sind die Neuankömmlinge sehr fruchtbar. Mhm. Es sind 2015 etwa 738.000 Babys geboren worden. Das waren 23.000 mehr als im Jahr zuvor. Gibt es da jetzt Statistiken drüber? Natürlich gibt es die, aber die sind in diesem Kontext jetzt hier jedenfalls nicht zu finden, sondern hier die frohe Botschaft: Wir sterben nicht aus, aber wir verschwinden als Deutsche. Ja. Wir sehen eine Menge von Optionen, die im Grunde genommen hier auftauchen, wenn man wirklich schnell agieren möchte. Und eine der absurdesten überhaupt ist eine Reaktion auf den Brexit, die jetzt erst auftaucht, weil sie passt wieder zur Thematik der Veränderung der Bevölkerung und der Verjüngung der Bevölkerung und der vor allen Dingen veränderten Zusammensetzung der Bevölkerung durch Sigmar Gabriel. Der hatte nämlich gesagt, er will junge Briten in Deutschland einbürgern. Ach, will ja, so in der Welt zu lesen. SPD-Chef Sigmar Gabriel macht sich dafür stark, junge Briten in die deutsche Staatsbürgerschaft anzubieten. Die Brexit-Entscheidung sei vor allem von älteren Wählern in England und Wales gefällt worden, sagt Gabriel in Berlin auf einem Europakongress der SPD. Nun frage ich mich, mit welcher Berechtigung jemand ein solches Angebot macht und auf welcher Grundlage denn nun so etwas geschehen soll. Denn gerade mit dem Ausstieg, den man uns präsentiert, ist nun der letzte Faden der Option in einem Pseudosystem gerissen. Und hier können wir wieder sehen, es geht überhaupt nicht darum, sondern man baut sich seine Bevölkerung und vor allen Dingen seine Nation so, wie man es möchte. Und die hat eine bestimmte Qualität zu erfüllen. Und diese Qualität kannst du nicht erkennen, wenn du naiv daran gehst, sondern wenn du böswillig daran gehst, dann kannst du es viel leichter erkennen. Mhm. Ja, da fehlen einem die Worte, könnte man sagen. Ja, mir fällt nichts zu ein und ich lasse dich ruhig weitermachen, obwohl ich natürlich auch noch eine Mailing-Meldung habe. Mal sehen, wollen wir mal da ein bisschen was von nehmen? Ja, ich habe vielleicht zwei Sachen, die noch dazugehören, okay. Auch wenn sie, ich verkürze das ein bisschen, weil es sind einfach manchmal Meldungen, die auch dann wieder in so einen anderen Bereich hineinführen und ich möchte mich selber auch immer wieder erinnern, es geht wirklich um die Symbolik. Ja. Und wenn wir jetzt so über diese Ebene sprechen, dann werde ich natürlich auch in dieser Ebene mich zuwenden müssen. Und dann kommen wir sehr tief in diese Strukturen hinein. Und ich glaube, eine große Qualität der Tagesenergie ist auch immer wieder auf diesen Abstand hinzuweisen. Ja. Und wenn wir jetzt diese Strukturen hier betrachten, dann ist sie sowieso in sich als Information schon herausfordernd genug. Ja. Also lege ich das mal kurz zur Seite, auch wenn es interessant ist, ich hatte hier herausgesucht, der Städtebund wünscht sich immer mehr Flüchtlinge als Polizisten. Ja. Und auch in der Bundeswehr wird es gewünscht. Auch in der Bundeswehr ist der Anteil schon sehr groß. Ja. Natürlich, weil eben hier zum einen der Umgang mit den neuen Bürgern auf diese Art und Weise gewährleistet sein soll und wir uns natürlich auch ganz klar damit auch in etwas hineinbewegen, indem wir feststellen, dass unsere alte Vorstellung von Deutschland längst überholt ist. Wir kriegen ein neues Land präsentiert und das muss auch präsentiert werden durch die Repräsentanten in der neuen Form. Das ist ganz, ganz wichtig. Es geht um eine Gehirnwäsche auf einer unglaublichen Ebene. Das könnten wir ausführlich ansehen. Aber das sind ja zumindest auch die Leute, die Waffen tragen, einige der wenigen, also Bundeswehr und Polizei sind ganz ja die wenigen. Ganz abgesehen übrigens, dass es nach gültigem Recht absolut unmöglich ist. Mhm. Natürlich ist der Weg über die Einbürgerung ja auch schon durch Kanzler Schröder vorbereitet worden, indem eben jemand, der hier in Deutschland geboren wird, nach dem sogenannten Stack, damit auch Deutscher wird. Das ist etwas, das auf dem angelsächsischen Recht beruht.
wenn du in Amerika beispielsweise zur Welt kommst, egal mit welcher Staatsangehörigkeit deine Eltern dorthin gereist sind, dort kommst du zur Welt, hast du Anspruch auf die amerikanische Staatsangehörigkeit, wie man sagt. Ja. Das ist auch ein komplexes Thema. Aber wie soll es anders sein? Aber hier in Deutschland war es eben bis 1990 nicht so geregelt. Schröder hat das dann festgelegt in dem sogenannten Stack. Dieses Stack basiert immer noch auf dem Reichs- Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913. Und jeder kann es überprüfen, er kann nachblättern, dass dort eben noch in Kraft treten, dieses Datum 1913 zu finden ist. Hm. Und wie kann ein Gesetz 1913 in Kraft getreten sein, das im Jahr 2014 von Herrn Schröder beschlossen worden ist? Das ist etwas, was die Lächerlichkeit ausdrückt und in Wahrheit auch keine Rechtsgültigkeit schafft. Aber nach diesem Verfahren wird jetzt agiert und nach diesem Verfahren werden jetzt Fakten geschaffen und irgendwann einmal wird niemand mehr die Stimme erheben, weil es A, niemand mehr weiß, niemand mehr hinblickt und diese Rechte sowieso verloren gegangen sind. So der Wunsch, nur es erstarkt in uns auch ein Verständnis, das wieder der polaren Kraft Ausdruck verleiht. Deswegen also nochmal der Hinweis, die Dinge funktionieren nicht so, wie man sie sich vorstellt. Auch nicht auf der Ebene derer, die wir hier beobachten, die eine der niedrigen Ebenen ist und die auch durchaus ihre Opferrolle noch zu spüren bekommen. Gar keine Frage. Aber manchmal ist der Hinweis eben auf den Nachweis der Abstammung, den wir jetzt vielleicht noch führen können, ganz wichtig. Wir haben ja Sendungen darüber alte gemacht. Alte Rechte, man kann ganz grundsätzlich sagen, egal wie du das machst, alte Rechte sind immer noch, haben eine ganz hohe Wichtigkeit. Wenn ich sie nachweisen kann und auch weiß, wie ich sie fordern kann. Und das wird auch immer schwieriger gemacht oder schwerer gemacht. Ja, ja, man will das nicht. Andererseits, es kommt immer mehr und es gibt große Erfolge. Millionen Menschen, die das machen. Und es gibt auch große Erfolge. Ja. Also ich habe hier etwas mitgebracht, das man, wenn man nicht die Hintergründe kennt, überhaupt nicht begreifen kann. Vielleicht magst du es vorlesen, es ist zwar ein bisschen was drüber gedruckt, aber man kann es ganz gut sehen. Roboter sollen Sozialabgaben bezahlen und sich vor Gericht verantworten müssen. Bereits jetzt denkt die EU-Kommission über Regelungen nach, was autonom agierende Roboter angeht. Dafür könnte ein eigenes Robotergesetz. Ja. Roboter sollen Sozialversicherungsabgaben leisten und vor Gericht stehen. Ja, ja, das ist eine ganz wichtige Meldung. Roboter sollen Sozialabgaben bezahlen und sich vor Gericht verantworten müssen. Roboter sind, das ist nun ganz klar, keine Menschen. Ist eine Sache. Und dieses Sachrecht, unter dem wir gestellt werden, das wird jetzt ganz deutlich ausgeweitet. Und man versucht, uns in diese Sachebene hineinzuziehen. Ja. Man versucht, den Menschen oder den Mann oder das Weib immer mehr dazu zu bringen, dass er sich wirklich in seiner eigenen Qualität, der substanziellen Qualität, nicht mehr erkennt, sondern sich vollständig in die Fiktion begibt. Und dazu muss die Fiktion allumfassend sein. Sie muss alle gleich behandeln. Und wenn die Person so behandelt wird wie ein Roboter, ist es keine Verbesserung der Robotergesetze oder der Altersversorgung des Roboters, der Sozialabgaben zahlt. Das zeigt nur, wo wir stehen, auf der Ebene von Robotern. Genau. Und genau das Gleiche, du erinnerst dich vielleicht, bei der Tagesenergie habe ich schon mal angesprochen, es gibt in England, auch kein Zufall, in England einen Fall, in dem eine Firma Menschenrechte geltend gemacht hat und das auch akzeptiert worden ist vor Gericht. Und hier ist nicht der Ausdruck, die Firma bekommt jetzt mehr Rechte, sondern der Mensch wird genauso behandelt, de facto bereits, wie eine Person, wie eine Fiktion und wie alles andere, was in dem fiktiven System behandelt wird. Die Ausnahme wird immer mehr zum Problem des Systems und deswegen ist dieser Hinweis ganz, ganz deutlich in diese Richtung zu verstehen. Du musst zwingend, jetzt wirklich tickt die Uhr, anfangen, dich aus deiner Identifikation als Person heraus zu begreifen. Das ist enorm wichtig. Weil die Person ist die Sache, ist wie der Roboter. Der Roboter, der hat wahrscheinlich auch eine Persönlichkeit. Ist eine Sache, wie wir vor Gericht sehen, in Sachen. Ja. Das ist aber, um den spirituellen Faden sofort aufzunehmen, denn das ist die wunderbare Symbolik dahinter, die gleiche Aufgabe, die du als Mann oder als Weib hast, nicht nur deine Fiktion zu erkennen als Illusion, sondern auch dich hier auf der Welt in deinem illusionären Gewand der Individualität, in der du dich wahrnimmst in einem Traum. Das heißt, der Blick nach innen zum Selbst wird gefordert. Das ist unser Aufwachprozess. Außen wird er gefordert im Aufwachen, wer bin ich? Ja. In der Ich-Identifikation. Innen wird er verlangt, wer bist du wirklich, wenn alles wegfällt, was du nicht bist. Und dann bleibt das Selbst übrig. Also wir erleben den Aufstieg des zum Licht, könnte man sagen, zur Erkenntnis. Die Fackel der
Erkenntnis ist riesengroß und wächst, aber gleichzeitig die Dunkelheit wird uns immer offensichtlicher. Ja, genau. Umso stärker die Fackel kommt, umso deutlicher sehen wir auch, wie düster es bisher war. Und das führt uns sehr leicht in eine Vorstellung, die uns übermannt und wo wir das Gefühl der Ohnmacht erleben. Und das muss einen Moment lang erlebt werden als Kind in dieser Welt. Wir stehen im Schlachtfeld und sagen, oh, aber dann kannst du deine Stärke erkennen und sagen, du hast auch dort eben einfach in dieser Rolle als Mann jetzt die Herausforderung der Welt zu durchschreiten. Das ist unsere Arbeit, unsere Aufgabe in der Illusion. Und da werden wir nicht gefragt. Super. Also das hier zu den Sozialabgaben vor Gericht. Und ja, noch mich das abschließen mit einer Meldung, die so toll ist, dass ich sie in meine Seminare beziehungsweise in einige aufnehmen werde als ein ganz wichtiges Dokument. Das ist unglaublich toll. Und zwar ist das hier aus einer Kirchenzeitung heraus und die Überschrift lautet Papst Doppelpunkt, die Taufe ist unser Personalausweis. Hm. Für jemand, der sich mit dem Thema Personalausweis noch nicht beschäftigt hat, kann das vielleicht nicht so verständlich sein. Ja. Aber wer das Thema, und deswegen bringe ich es an dieser Stelle, eben Person und Mensch versteht, der begreift sofort, was passiert. Hier sagt der Papst weiter, durch die Taufe wird der Christ zum neuen Leben geboren. Was heißt das denn, Joe? Eigentlich hat er doch schon gelebt die ganze Zeit. Nein, nein, nein. Also du bist genau an der richtigen Stelle. Ja. Nein, er muss sterben, um zu leben. Hm. Der Mensch stirbt und die Person erwächst. Ja. Die Taufe ist unser Personalausweis. Da wird die Person aus der Taufe gehoben. Ja. Hör ich genau hin. Ja. Die Person wird aus der Taufe gehoben. Der Mensch wird. Wenn ich jetzt sagen würde, er ertränkt, dann stimmt das nicht. Das würde zwar sich schön anhören, aber der Mensch bleibt natürlich da. Mhm. Es gibt kein Kidnapping des Menschen. Das ist ganz wichtig für unser Verständnis. Ja. Denn das unterstellt man da sehr schnell. Nein, nein, hier wird ganz, ganz im Rahmen dessen, was auch gesagt wird, gehandelt. Also der Mensch bekommt einen Namen. Ja. Die Namen wird aus der Taufe herausgehoben und zur Person gemacht. Und das passiert eben auch natürlich genauso beim Vorgang mit der Geburtsurkunde. Mhm. Auch dort wird nicht der Mensch zur Person gemacht, das ist völliger Quatsch, sondern der Mensch bleibt immer Mensch. Deswegen ist auch die Argumentation, ich bin jetzt Mensch oder du warst nie Person, nur du erkennst es jetzt. Und lass die Person Person sein. Das ist das, was ganz wichtig ist. Und das, was die Kirche hier macht, ist genau das Gleiche. Aus dem Taufbecken wird dieser Prozess eingeleitet, den der Papst wissenderweise, und er ist ein Jesuit, er weiß um diese Strukturen, ist sehr wunderbar ausdrückt, indem er sagt, das ist unser Personalausweis. Stimmt. Man könnte auch sagen, das ist unsere Geburtsurkunde, aus der wir dann den Personalausweis herauskristallisieren. Aber die Geburtsurkunde gibt es in der Regel schon. Und sie ist der Bereich in der juristischen Ebene, in der formalen Ebene, in der Geldströme und so weiter, die übrigens auch wieder unterhalb der Kirche angesiedelt sind. Also hier heißt es, durch die Taufe wird der Christ zum neuen Leben geboren. Die Taufe ist das einzige Sakrament, das im Glaubensbekenntnis genannt wird. Durch dieses Bekenntnis erklären wir unsere wahre Identität. Die wahre Identität. Als Kinder Gottes. Die Taufe ist somit in einem gewissen Sinne der Personalausweis des Christen, seine Geburtsurkunde. Also ein wunderbarer Hinweis, besser kann man es nicht sagen. Und er erklärt hier noch mehr. Er spricht auch davon, dass was durch die Taufe noch geschieht. Hier möchte ich darauf hinweisen, dass das ein Prozess ist mit starker Anbindung, mit starker magisch-ritueller Wirkung. Ja. Ich werde das ganz klar auch für mich als Thema mit aufnehmen, weil es so stark einen Aspekt widerspiegelt dessen, was wir die Matrix nennen. Und auf der anderen Seite, es wird eben nicht gewollt, dass Menschen ihre Kinder zu Hause kriegen. Wir hatten gerade eine Hebamme hier bei Bewusst TV, die zu 5 oder 6 Jahren Gefängnis verurteilt worden ist und 50.000 Euro Strafe, weil ein Kind gestorben ist, nicht durch ihren Fehler. Sie hat noch den Notarzt gerufen und so weiter. Es ist also ihr keine Schuld nachgewiesen worden, aber sie ist trotzdem verurteilt worden, weil man eben
will, dass die Leute in die Klinik gehen und weil man sagt, die Geburt ist ein gefährlicher Vorgang, da braucht man ganz viele Geräte und ganz viele, das ist zu Hause nicht zu machen und wer das zu Hause macht, der riskiert im Grunde das Leben des Kindes. Also es ist nicht gewollt und die Versicherungen werden ja auch für Hebammen sehr hoch angehoben. Da sprichst du das Wort an, was wir eben hatten. Hier geht es wieder um die Versicherung. Ja. Wenn du heute zu einem Arzt gehst, dann hat der Arzt schon immer mehr eine Vorgabe, was er überhaupt verschreiben darf. Ja, ja. Es gibt Vorstellungen sogar, dass eine Art Maschine, eine Art Computer nach Eingabe des Arztes, der entsprechenden Fakten, dann das Rezept ausstellt, beziehungsweise die entsprechende Diagnose nicht nur stellt, sondern auch gleichzeitig dann eben das anbietet, was jetzt für denjenigen am besten sei. Ja. Wenn der Arzt das nicht tut und sagt, also in diesem Fall möchte ich Ihnen lieber was Alternatives anbieten, dann fällt er aus der Versicherung heraus. Ja. Und das ist wieder der gleiche Trick. Die Hebamme, die sich nicht mehr versichern kann, aus wirtschaftlichen Notwendigkeiten heraus, ist sie gar nicht in der Lage, wenn sie wirklich ökonomisch nachrechnet, dann wird sie gezwungen, dieses Risiko einzugehen und es wird auch ganz bewusst dieses Risiko dazu führen, dieses Risiko nicht nur zu einem theoretischen, sondern einem praktischen, wirklichen Risiko zu machen. Also mit anderen Worten, wenn du nicht so funktionierst, wie wir es in den Verträgen, nicht Gesetzen, Versicherungsverträgen gemacht haben, ist immer als Basis dahinter. Mhm. Dahinter steht in letzter Konsequenz nicht die Allianz oder die Iduna oder die Hamburg-Mannheimer, sondern es steht dahinter das finanzierende System, das auch die Finanzierung der Versicherungen strukturiert. Man könnte sagen die Banken, aber damit ist nicht die Sparkasse gemeint oder die Volksbank, sondern das zentrale Banksystem. Das ist der Motor, der auf Basis von Versicherungen, von Lizenzen alle Strukturen bestimmt. Und das muss man begreifen. Und wenn man das nicht begreift, dann kommt man in völlige andere Auslegungen. Und das tun natürlich viele Rechtsanwälte und viele in unserem System genauso wenig. Und die Rolle der Kirche mit all den anderen dahinter, ja, die ist natürlich noch mal suspekter und wird von vielen Menschen gar nicht mehr gesehen, aber sie spielt eine enorme Rolle außerhalb dessen. Es geht ja sehr weit auf päpstliche Bullen zurück, die irgendwo vor 1000 Jahren oder mehr geschrieben wurden. Genau. Aber das ist ein weites Feld und man kann sich damit oder sollte sich damit befassen, um überhaupt zu verstehen, in welchem Maße wir hier vom Menschsein entfernt werden, wie man uns dazu bringt, eben, dass wir uns als Sache selber deklarieren. Genau. Und damit dann denken und nicht verstehen. Nicht widersprechen. Nicht begreifen. Ja. Also, ist dann eine Lebenderklärung für dich so eine wichtige Sache? Ja. Die Lebenderklärung ist schon ein sehr spezifisches Thema, weil es nochmal eine ganz besondere Rolle spielt, jetzt hier im Kontext natürlich mit dem, was wir in der Kirche haben, sehr. Für die davon gehört haben, die Struktur, das ist unglaublich, die Struktur, in der wir gehalten werden, drückt sich auch aus in Form von Zugriffen auf das, was wir Seele nennen oder das, was wir Lebendigkeit in uns nennen. Und dieser Zugriff erfolgt auch über alte, du hast es schon erwähnt, Bullen. Gibt es verschiedene Bullen von verschiedenen Päpsten zu verschiedenen Zeiten, die aber durchaus noch aus dem Verständnis des Heiligen Stuhls eine ganz große Rolle spielen. Und dabei spielt deine Religionszugehörigkeit im üblichen Sinne auch gar keine Rolle. Mhm. Mit anderen Worten, zunächst einmal wirst du nach 7 Jahren für tot erklärt, wenn du dich nicht selber als lebendig bezeichnest. Und dieses sich selber als lebendig bezeichnen wird natürlich üblicherweise von niemand gemacht. Dadurch geht aber dein Erbe verloren, was auch immer das ist. Ich sage das jetzt, ohne es im Detail zu erklären. Ja. Dein Erbe kannst du aber wieder aufleben lassen, wenn du dich für lebendig erklärst nach einer bestimmten Struktur. Mhm. Wunderbarerweise gibt es dafür auch wieder eine so schöne Symbolik. Ich habe von einem Bekannten das gehört, der in England war mit seinem Kind. Und dieses Kind war unter 7 Jahre alt, beziehungsweise noch nicht 8. Und Kinder in England werden am Flughafen vom Flughafenpersonal als Master angesprochen. Mhm. Wenn sie 8 sind, als Mister. Ach. Also hier wird an vielen Stellen solche Dinge deutlich Unterscheidung getroffen. Und deine Funktion, ist, das ist unglaublich. Es ist auch schön. Es ist schön, wenn du beginnst, diese Dinge zu erkennen. Und du erkennst auch, dass das Ganze nicht nur Willkür ist.
Also Willkür ist eigentlich das, was uns am allermeisten herausfordert, weil wir sagen, wir werden mit Willkür einfach unserer Rechte beraubt. Aber das ist nicht wahr. Wir erleben eine Abgabe unserer Rechte auf Freiwilligkeit, von der wir nichts wissen. Ja. Erlaube mir, Joe, bitte an dieser Stelle eine ganz kurze Werbung. Wir werden im August noch einmal ein Zusammensein speziell dafür machen, Oberstaufen. Und das lässt sich nicht in einer Stunde, nicht in zwei machen. Wir machen es in drei Tagen, weil es einfach viel braucht und auch in die Reifen muss. Und da geht es natürlich auch, was kann ich konkret tun? Die Lebenderklärung ist etwas, das dir aber zunächst einmal nichts nützt in einem automatischen Prozess. Also es ist nicht so, du machst die und dann kommt auf einmal jemand und sagt, oh, sie haben die gemacht, ich wollte ihnen da Geld zurückgeben oder sie kriegen einen anderen Ausweis oder sie haben jetzt Sonderrechte. Sondern du hast einen Schritt gemacht, der aber nur dann für dich wirksam wird, wenn du jetzt auch aus dieser neuen Qualität heraus schöpfen kannst und weißt, was du damit anfängst. Und das ist der Schritt, der aus vielen Einzelschritten besteht und ein großes Verständnis braucht. Du brauchst ein großes Verständnis, damit die einzelnen Aspekte der Geschehnisse in dir ihren richtigen Platz finden. Mit anderen Worten, wenn du ein Puzzle baust, viele machen am Anfang den Rand. Ja. Und das ist genau das Beispiel. Du musst den Rand haben, den Rahmen, damit die Puzzlesteine zumindest ins Puzzle hineinkommen. Im Moment liegen die außen. Ja, wenn du den Rahmen fertig hast, dann kommen alle Teile, die du hast, sofort innen rein. Und das ist der Vorgang. Ich finde das ein sehr schönes Beispiel. Du findest jetzt etwas, wie ich hier diese Personalausweisnummer vom Papst. Passt bei mir sofort in meinen Rahmen, ist in einer völligen Konsistenz dessen, was ich schon überall sehe und eignet sich wunderbar für mich, dir etwas zu zeigen, um bei dir erstmal den Rahmen aufzubauen. Und dann später sagst du, oh, jetzt begreife ich, was damit noch passiert. Ja. Und so geschieht das. Also die Lebenderklärung oder irgendein Schein nützt dir überhaupt nichts, wenn du nicht selber diesen Prozess durchgemacht hast, zu verstehen, was da mit dir geschehen ist, was man mit dir gemacht hat als Sache oder was du tatsächlich bist, dass du dich eben wirklich dann auch verhältst wie ein göttliches Wesen oder ein wie Gott oder wie das Beste, das Höchste, was du sein kannst. Das wäre schon ein Schritt weiter. Der erste Schritt ist, dass du dich nicht mehr mit dem identifizierst, was man unter Kontrolle hat. Okay. Das ist der erste Schritt. Das ist übrigens genau wieder auch der eigene innere Prozess. Mhm. Am Anfang auf der Suche nach dem Gott in dir, wirst du erstmal sagen, gut, also diese früheren Klischees, die sind jetzt in mir gar nicht mehr so da. Früher war ich vielleicht der unbedingt Karriere machen wollte. Das hat sich erledigt bei mir. Ach, wie schön, ja. Früher war ich der, wenn er abends wegging, immer ein Mädel aufreißen musste. Ach, dieses hat sich gegeben. Ich spüre, dass bestimmte Abläufe in mir, bestimmte Energien nicht mehr so dominant sind. Die haben ihren Platz gefunden. Die sind im ausgeglichenen, harmonischen Verhältnis. Und damit beginnt der Prozess, bis ich das an der Quelle angekommen bin, das dauert. Und wenn ich anfange, mich im Außen zu beschäftigen, merke ich auf einmal, sage, ja, stimmt eigentlich. Wenn jemand sagt, wer sind Sie, weisen sich aus, dann gebe ich dem einen Ausweis und sage, das bin ich. Sagt, ah, das sind Sie, guckt auf den Ausweis. Und dann muss mir doch aufhören und sagen, nee, so war es nicht gemeint. Und das ist der Anfang des Prozesses. Und auf einmal, oh, geht ja immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und ich glaube, deswegen sind das so wunderbare Felder. Der eine meditiert und spürt in sich und der andere geht vor Gericht und sagt, auf welcher Rechtsgrundlage ist es eigentlich hier? Ja, und beide machen einen Bewusstwerdungsprozess. Und das können viele auf der spirituellen Ebene so wenig verstehen, wie die anderen, die auf der Suchebene im Ich-Bereich sind, die spirituellen verstehen können. Hier müssen sich die beiden Brüder die Hand geben, Castor und Pollux oder eben der Morgengrauen, der immer auch ein Stück weit natürlich eine Verabschiedung der Nacht ist. Wir müssen auf beiden Ebenen diese Dinge verstehen und das ist mein Angebot. Ich finde es so spannend, was außen geschieht und freue mich über diese großen Erfolge, die manche haben. Aber Joe, wenn es auch ein langer Monolog ist, ich muss noch eins sagen. Du hast eben gesagt, dass wir wissen, wer wir sind und das ist wichtig, das stimmt. Aber es wird auch noch was gebraucht. Es muss auch ein anderer von dem Kenntnis nehmen, der in der Lage ist, deine Befreiung zu erlauben. Also wir müssen auch eines ganz klar wissen, es gibt auch in diesem System Strukturen, die können gar nicht. Und mit denen solltest du dich auch gar nicht herumschlagen, weil du
mit dem Pförtner diskutierst über deine Kündigung in der Firma. Ja. Der sagt, tut mir leid, damit ich nichts zu tun. Sie müssen jetzt hier auch weggehen. Mhm. Ja, also Sie sind ja jetzt nicht mehr hier. Aber der kann nicht. Sagt ja natürlich nichts. Der ist vorgeschaltet, damit die Leute, die entscheiden könnten, wenn du die richtigen Formeln kennst, unbelästigt bleiben. Und das ist etwas, was wichtig ist. Ein weites Feld, und wie gesagt, muss man sich wirklich mit befassen, und das können wir in dieser Sendung gar nicht alles hineinbringen. Und es geht auch nicht, es so fortzusetzen, wenn man nicht selber diese Schritte dahin gemacht hat. Okay, lass uns weitergehen, weil ich habe auch noch viele Meldungen und wir sind schon, ja, wo fange ich jetzt an? Es gibt natürlich viele Beispiele auch für die EU, wegen EU-Norm, Massentötung von Rindern. In den letzten Tagen fand in Groß-Bardau im sächsischen Landkreis Krimmer eine Massentötung von schottischen Highland-Rindern statt, weil diese nicht nach EU-Vorschrift registriert werden konnten. Genau. 40 von insgesamt 140 Tieren sind bereits getötet worden, weil sie keine oder mutmaßlich falsche Ohrmarken trugen und daher von der Behörde nicht identifiziert werden können. Also da zeigt sich für mich sehr schön, was die EU ist, dass da werden Gesetze und scheinbare Gesetze vorgegeben, Normen, und die das, aber die wirklich auf das Leben beendet. Verträge. Natürlich, du musst in die Struktur. Ich finde das wunderbar, diese Meldung, dass du sie hier bringst. Ich hatte sie auch zur Kenntnis genommen. Ja. Und hier geht es um das Registrieren. Das Registrieren. Genau. Nochmal der Hinweis, was heißt registrieren? Ist dir das klar? Registrieren? Regis, was steckt da drin? Regis ist König. Genau, dem König übertragen. Ja. Du überträgst dem König das Recht. Und zwar ist das immer das, was hier geschieht. Mit allem. Wenn du etwas registrierst, wirst du zum Halter, zum Lizenznehmer. Ich habe das oft schon gesagt. Ja. Du überträgst etwas. Und was nicht übertragbar ist, muss getötet werden. Wenn du das in dieser Form erkennst, siehst du auch, wo wir schon stehen. Ja. Und deswegen ist es wichtig für dich als Mensch, als Mann, als beseeltes Wesen, sittlich-moralisches Wesen, wie auch immer du es bezeichnen willst, für dich ist es wichtig zu erkennen, nein, ich möchte ja gar nicht der Registrierte sein. Und ich war es auch nie. Ja. Und hier liegt eine große Befreiung. Und hier sind einige Dinge formal zu wissen, andere sind einfach aber in dir zu erfahren. Beides braucht einander. Es reicht nicht nur formal zu wissen, du musst es auch in dir spüren. Es reicht nicht nur in dir zu spüren. Du musst, wenn du auf dem Spielfeld bestehen willst, und da gibt es zwei Wege. Es gibt die Freeman-Bewegung, die sagen, pass mal auf, ich mache gar nicht mehr mit, ich setze mich neben das Spielfeld. Hm. Oder die sagen, ich komme nicht drum herum, im Spielfeld auch bisweilen zu agieren, aber ich sitze nicht mehr in der Position der Figur auf dem Feld, sondern ich sitze neben dem Feld und ich bewege meine Figur. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ja. Und das ist an vielen Stellen der viel komfortablere Weg, weil die Struktur der Person, die auch sehr viel Möglichkeiten gibt, die auch sonst mit verschwinden würden, wenn du nun ganz und gänzlich dich aus diesem System verabschieden möchtest. Besser ist es zu wissen und immer dann, wenn du möchtest, es betreten zu können, und wenn du willst, kannst du es verlassen. Das ist der souverän umgeht mit diesen Strukturen. Der sollte aber wirklich so ein bisschen Ahnung von der Materie haben. Mehr als sonst, das. Mehr als ein bisschen. Ja, tausendfacher Mord. Deutsche Regierung trifft Tötungsentscheidungen für Drohnenangriffe der US-Armee in Afghanistan. Ja, das wissen oder ahnen wir, aber es ist vielleicht nochmal ganz deutlich zu machen, dass wir im Grunde von Deutschland ausgehend auch mitentscheiden. Einem Zeitungsbericht der New York Times zufolge räumten US-Regierungsvertreter jetzt ein, dass bei Treffen, bei denen vom Pentagon in Auftrag gegebenen Drohnenangriffen in Afghanistan besprochen worden, regelmäßig internationale Partner anwesend sind. Dabei wird explizit auf die Länder Deutschland und Schweden verwiesen, die an den Tötungsentscheidungen der US-Armee aktiv beteiligt sind und darüber hinaus sogar entscheiden, wann die Angriffe durchgeführt werden. Das nur mal am Rande, dass von deutschem Boden im Grunde wieder getötet wird. Es gab eine Riesendemonstration in Rammstein. Hat man in den Medien wahrscheinlich nicht mitbekommen. Sollte man auch mal erwähnen, dass da viele Tausend wirklich gegen diese Sachen auch protestiert haben, und zwar zu Recht. Und es muss, ja, das ist den meisten nicht bewusst, und es muss uns bewusst gemacht werden, auch dass wirklich im Moment rapide Kriegs
Bewegungen stattfinden, dass ganz viel Kriegsgerät an die russische Grenze gekarrt wurde und deutsche Soldaten in Litauen und so weiter sind. Dazu habe ich und auch Kriegsdrohungen, also ganz deutlich auch gesagt wird, es ist eine Option, auch Russland atomar mit einem Erstschlag anzugreifen. Das heißt, es gibt ganz heftige Dinge, es gibt halt Kräfte, die wollen, dass es... Ich möchte das gerne hier gerade vorlesen. Ja. Ich habe dazu auch etwas mitgebracht. Okay. Übrigens, es gibt ein sehr schönes ein Video bzw. eine Filmproduktion über Rammstein, hat nur Wieso gemacht. Ja. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Ich weiß es, aber habe es nicht gesehen. Okay. Ist auch gibt es auch ein Gespräch, ein Interview zu dem Thema. Okay. Das Thema ist riesig groß und findet inmitten Deutschlands statt. Ja. Und wie du schon sagst, Deutschland ist eine sehr wichtige Basis, aus ganz vielen Gründen, das hat auch was mit Energien zu tun, deswegen wird von hier aus sehr viel gemacht. Diese Meldung habe ich dankenswerterweise zugeschickt bekommen, aus der Zeitung Blitz am Sonntag, unter den Leserbriefen. Und da kommt also ein Leserbrief zu dem Thema US-Schiffe in der Ostsee. Droht 71 Jahre später wieder ein Krieg. Ich habe Angst um alle. Angst um unsere Kinder und Enkel. Was haben die Amis mit Kriegsschiffen und Drohnen hier zu suchen? Reicht es nicht, dass überall, wo die Amis seit 1945 auftauchen, Krieg, Umstürze, Elend und Tod herrscht? Angefangen in Indochina, Vietnam, Mittel- und Südamerika bis Irak und so weiter. Wer bedroht wen? Wer hat die meisten Militärstützpunkte überall auf der Welt, um zu kontrollieren? Ich möchte hier nochmal darauf hinweisen, dass diejenigen, die sehr häufig wirklich innerhalb des Mainstreams sich noch gedanklich befinden, all diese Dinge nicht sehen. Also wirklich noch in einer Naivität sich befinden, die für jemand, der ein bisschen mit kritischem Geist die Dinge betrachtet, unvorstellbar sind. Wer also heute noch meint, dass die Amerikaner wirklich die Welt befreien wollen, ist vermutlich US-Amerikaner. Da wird das wirklich zu einem sehr großen Teil geglaubt und wird dort mit einem hohen Aufwand in den Schulen in die Köpfe gebracht. Aber jemand, der die Dinge so wie wir mit Abstand sehen kann und wirklich diese Auswirkungen sehen kann und die Repräsentanten sehen kann, der kann nur solche Fragen stellen. Und wir hören heraus, dass sicherlich um eine ältere Leser oder Leserin handelt. Und hier geht es eben um diese Kriegsschiffe, die wieder da sind. Und erstaunlich, dass diese Meldung hier überhaupt erscheint. Man kann viel sehen. Ich war jetzt auch, als ich in Leipzig war, habe ich auch einige Militärtransporte gesehen. Panzer, die man gesehen hat, schon lange nicht mehr. Also das, was du siehst, ist für viele beunruhigend. Ich möchte jedoch sagen, und das ist wichtig für das spirituelle Verständnis. Wir erleben als Mensch mit unserer menschlichen Wahrnehmung alle energetischen Prozesse immer polar. Also immer in zwei Seiten. Wenn also das Verständnis wächst, muss auch das Unverständnis für uns deutlicher sichtbar werden. Wenn der Frieden in uns wächst, wenn also in uns beispielsweise veränderte Wahrnehmung geschieht, die einfach nicht sich hineinbringen lässt in diese Art von Machtstrukturen mehr, dann müssen diese Machtstrukturen an anderen Stellen deutlicher wahrnehmbar werden. Das ist das Wesen unserer menschlichen Wahrnehmung. Ja. Bis wir die Qualität erkennen, die hinter der Polarität in ihrer Gemeinschaftlichkeit steht und erkennbar werden lässt. Also mit anderen Worten, wenn du mehr einatmest, musst du auch mehr ausatmen. Ja. Wenn du die Energien auf der einen Seite verstärkst, dann braucht es immer auch den Ausgleich auf der anderen Seite. Und das ist das, was wir sehen. Also wenn du so möchtest, kann auch das so gedeutet werden, dass wir eben durchaus sehen, wie stark die polaritätischen Kräfte in ihrer Ausdrucksform zunehmen und wie stark auch gleichzeitig in uns dieser Wandel ist. Ich nehme es also durchaus auch als ein Signal. Und für die, die große Befürchtung haben, wie die Dame hier, möchte ich sagen, es ist in dem Moment obsolet, dass Dinge so geschehen müssen, wo das Bewusstsein sich selbst in dieser Form erkennt. Sehe ich auch so. Und wir laufen dorthin. Und umso mehr wir bewusster werden, umso weniger deutlich müssen die Hinweise kommen. Mit anderen, etwas rustikaleren Worten, umso weniger fest muss der Tritt in den Hintern sein, wenn du schon ein bisschen sensibler bist. Ja? Das sensible Kind muss nicht so fest in den Allerwertesten getreten werden, sondern es reicht, wenn der Vater sagt, lass das doch jetzt mal, ärgert mich wirklich. Ja, Papa, es tut mir leid. Ja? Genau. Und man
versucht ja seit Jahren den oder Jahrzehnten den Dritten Weltkrieg irgendwo auszulösen. Muss nicht unbedingt klappen, das auch zu beruhigen. Und wir befinden uns natürlich noch de facto in einem ständigen Kriegsszenario in Wahrheit. Das ist auch wichtig. Wäre das nicht der Fall, würde das gesamte System so nicht agieren können. Also der momentan herrschende grundsätzliche Kriegszustand, der nun mit einem Waffenstillstand in eine andere Phase eingetreten ist, der wird gebraucht, um bestimmte Strukturen in diesem System überhaupt legal in Anführungszeichen durchführen zu können. Ja. Also ohne diesen Kriegszustand könnten bestimmte finanztechnische Strukturen gar nicht durchgeführt werden. Wir haben Sonderregelungen aufgrund von bestimmten Strukturen, die man geschaffen hat. Also das muss uns deutlich werden. Bin ich schon wieder an der Reihe? Wenn du was Schönes hast. Ich denke, wir haben noch ein paar Meldungen, die mir irgendwie noch vielleicht kurz... Vielleicht sollten wir ganz kurz darauf hinweisen. Ich hatte heute Morgen mir noch was ausgedruckt, habe es dann liegen lassen, habe mir dann im Auto schnell noch einen Reminder, wie man neudeutsch sagt, geschrieben, eine Erinnerung. Zustände in Frankreich habe ich mir aufgeschrieben. Ah ja, okay. Da gibt es gewaltige Demonstrationen. Oh ja, Hunderttausende. Hunderttausende und sogar die Polizei ist schon müde. Kann nicht mehr, ja. Sagt, wir schaffen das nicht mehr. Gebt uns mal eine Auszeit. Ja. Also in Frankreich gibt es wirklich, man spricht von Millionen von Protestierenden. Ja. Und hier sehen wir natürlich auch wieder, schöner kann man es in keinem Drehbuch schreiben. Ja. Da ist das Fußballstadion, da wird die gesamte Welt berichtet dort mit riesigen Reportern und Aufwand und allem drum und dran, mit Ü-Wagen. Und zwei Straßen weiter protestieren Hunderttausende gegen die französische Regierung. Man zeigt es nicht. Und sieht nicht ein Bild. Ja. Also wer das nun für eine Verschwörung hält, dem kann man nicht helfen. Der lässt sich eben wunderbar auf diese Art beruhigen. Und die Beruhigung funktioniert immer, indem man uns ein Klischee hinwirft. Ah, Nazi, ah, Verschwörung, ah, fremdenfeindlich, ah, Rassismus. Und dann ist alles, was da gekommen ist, unter dieser Gülle bedeckt. Und das funktioniert nicht mehr. Und wer jetzt nach Frankreich guckt, abseits des Stadions, gibt es unvorstellbare Aufstände. Das sind Hunderttausende. Ja. Die Straßen sind schwarz von Menschen. Ja. Genau. Und es geht, glaube ich, auch um eine Arbeitsmarktreform. Also nicht nur. Das ist der Auslöser, die Gewerkschaften, die dazu aufgerufen haben. Aber ich glaube, es geht um sehr viel mehr. Genau, das sagt man. Also auch hier bitte immer die, das, was man uns als Erklärung gibt, ist immer nur ein Ausschnitt. Bestenfalls. In der Regel ist es sogar eine Fehlausrichtung. Also dass das so eine lange Demonstration und das geht wirklich über Wochen und ich weiß nicht, wann das angefangen hat, aber ich höre solche Meldungen aus Frankreich seit mindestens geschätzt 2 Monaten oder ich weiß es nicht länger. Ja, mindestens. Und das so eine lange Bewegung, das ist nicht mit irgendwelchen einfachen Gesetzen, gegen die man sich wehrt, zu tun, sondern es geht wahrscheinlich darum, dass die Menschen da auch gewissermaßen durchschauen, was gegen sie läuft und dass sie die Schnauze voll haben. Genau. Es gibt eine große Bewegung. Du hattest vorhin unsere Folie hätte ich fast gesagt, gezeigt, also den Hinweis, wie viele Menschen eben gegen eine ständige Zuwanderung sind. Und da ist Frankreich weit, weit, weit vor Deutschland. Ja. Und auch wenn man uns das da nicht gibt's so... Da gibt es ja auch bestimmte Städte, die man nicht wiedererkennt, Marseille zum Beispiel, da gibt es eigene Denkmalmasse in Afrika teilweise. Ja. Aber gut, ich ohne das zu bewerten. Ja, es ist eben so und genau die Geschichte kann ich jetzt auch nur bestätigen. Ich selber war nämlich jetzt wieder einmal in Fallingbostel. Mhm. Fallingbostel ist ein kleines Dorf, so ungefähr 30 Kilometer von mir entfernt. Und dort baut man die größte Flüchtlingssammelstätte in Norddeutschland auf. Also Fallingbostel hat insgesamt, ich weiß es nicht genau, 3.000, 4.000 Einwohner. Es gibt natürlich noch so Gemeinden, die man dort mit eingemeindet hat. Aber diese Flüchtlingskontingent soll im maximalen Ausbau 5.000 Menschen umfassen. Also mehr als die? Also mehr als die Bevölkerung. Und ich war jetzt letztens mit meiner Frau etwas essen und wir haben dort gesessen beim italienischen Restaurant und haben rausgeguckt. Da hast du wirklich den Eindruck, du bist irgendwo in Mombasa am Hafen. Und hier in dieser Meldung von der Welt heißt es, das gebeutelte Dorf hofft auf das Geld der Flüchtlinge.
Naja, die bringen ja alle Geld. Die finden immer Portemonnaies und geben es dann ja ab. Also ich finde da mal so 1.000 Euro. Also wenn man da lange genug wartet, dann ist im Fundbüro ganz viel Geld. Weißt du, was hier... Es ist, ich muss sagen, selbst dein Zynismus gar nicht nötig, denn hier ist der Zynismus schon eingebaut in der Welt. Nein, nicht, dass er nicht passend ist, nur hier haben wir das in diesem Artikel selber und das ist einfach unglaublich. Also hier heißt es eben, man hofft, dass jetzt mehr in die Region kommt, weil die Engländer, die vorher übrigens in dieser Kaserne waren, inzwischen nicht mehr da sind. Und jetzt hofft man, dass jetzt mehr eingekauft wird. Und da heißt in der Überschrift, der Handyshop verzeichnet bereits Rekordeinnahmen. Also ich habe in meinem Umfeld, nachdem ich das dort gesehen habe, vor Ort einfach mal erkundigt. Und es gibt mehrere Kleinstläden. Bei uns gibt es das noch viel, diese Tante-Emma-Laden, die man früher gesagt hat, die inzwischen zugemacht haben, weil so viel gestohlen worden ist. Ja. Also wenn uns hier der Handyladen als der große Gewinner dieser Flüchtlingskrise, dann ist das nichts als böswilligster Zynismus. Und in einem Ort, in dem 3.500 Menschen leben, als Kurort in der Heide, und auf einmal sind dort 5.000 Menschen, die ihrer eigenen Kultur genauso beraubt werden, die sich auf einmal in Norddeutschland wiederfinden, in einer Flüchtlingsunterkunft, nachdem man ihnen erzählt hat, du bekommst hier ein Auto und bekommst hier ein Grundstück und du bekommst hier eine Grundversorgung, denn das ist die Geschichte, mit der diese Menschen hergelockt werden. Und es sind, wie wir alle sehen können, eben keine typischen alten Menschen, die auf der Flucht sind, quer durch 5, 6, 7 andere Staaten und Länder und hier ankommen, sondern es sind Menschen, die mit falschen Versprechungen hierher geholt werden, zu einem sehr, sehr, sehr großen Teil. Und das ist einfach weder rassistisch noch nicht rassistisch, es ist einfach. Und das, was wir sehen können, ist nicht im Sinne dieser Menschen, nicht im Sinne der Bevölkerung, sondern vielleicht im Sinne des Verwaltungskonstruktes oder im Sinne einer EU oder im Sinne von irgendwas. Und wir sollten nicht den Fehler machen, dieses Konstrukt automatisch so zu verstehen, als würde es unsere eigenen Interessen widerspiegeln. Das tut es ausdrücklich nicht. Garantiert nicht. Sehr schön. Wo machen wir weiter? Ich habe eine kleine Meldung. Ich habe zwei Dinge. Notarzteinsatz beim Sexualkundeunterricht am Gymnasium in Borken. Während des Sexualkundeunterrichts musste der Notarzt kommen. Ein Sechsklässler am Remigianium in Borken war kollabiert, weil er, insgesamt 10 Schüler wurden ins Krankenhaus gebracht, die meisten sind inzwischen genesen, weil er beim Beschriften eines schematischen Längsschnitts primärer Geschlechtsorgane ist er kollabiert. Gibt es auch andere Beispiele aus anderen Orten? Wie es zu der rätselhaften Kettenreaktion kam, kann sich die Pädagogin nicht erklären. Es ist ein Kuriosum. Es ist kurios. Ich habe nicht mal genau verstanden, was ist genau passiert? Ja, da ist ein beim Sexualkundeunterricht in einem Gymnasium in Borken ein Schüler kollabiert und mehrere sind danach auch bleich und geworden und hyperventilierten und sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Okay, aber was hat der Lehrer gemacht? Ja, es gab einen Sechsklässler beim Beschriften eines schematischen Längsschnitts primärer Geschlechtsorgane. War das ein Live-Längsschnitt? Ich hoffe nicht. Also das wäre ja die Erklärung, wenn der Lehrer sozusagen an einem lebendigen oder wahrscheinlich an einem Teil eines ehemals an einem Menschen befundenen Organ das vorgenommen. In Amerika müssen die Leute ja lebende Vorschüsse ziehen. Wo ich auch denke, wie schrecklich. Aber ist ein ganz wichtiger Punkt. Lass uns das mal herausnehmen. Ja, jeder Arzt muss das hier in Deutschland. Das sind Grundtests. Das heißt, macht jemand was Bestimmtes? Ist er geeignet für bestimmte Strukturen? Ja. Und du wirst hineingezwungen in das, was man Nichtmenschlichkeit oder was man eben auch Empathielosigkeit nennen könnte an bestimmten Stellen, die gebraucht wird, damit du so agierst, wie man es braucht. Also diese Dinge sind Tests und die werden in aller Klarheit gemacht. Hier bei der Sexualkunde ist es ja ein Thema, wo jeder eigentlich sein eigenes Erwecken der Sexualität hat und Phasen hat, wo er bestimmte Dinge entdeckt, er oder sie. Ja. Ich weiß das noch, wie es bei mir war, wo ich als Kind dann da ganz unbefangen mit umgegangen bin, Doktorspiele und so weiter. Und dann irgendwann will man das nicht mehr. Und dann fragen die anderen, was ist los mit dir? Und dann ist man auf einmal ganz charmig, sagt man, glaube ich, im Süddeutschen, weil man auf einmal dann ein Schamgefühl entdeckt und dann ganz langsam sich da wieder herantasten muss,
was da alles so mit verbunden ist. Und das ist eine Phase, ich glaube, wenn man da jetzt vorzeitig reinkrätscht sozusagen und irgendwas vorsetzt, wo man jetzt gerade in einer ganz empfindsamen Phase ist, dann halte ich das für sehr bedenklich, ist noch vorsichtig ausgedrückt. Ja. Und hier zeigt es sich eben, dass da Leute kollabieren im Unterricht. Und dann sagt man, ja, das verstehen wir jetzt nicht, das ist ein Kuriosum. Das, was du gerade sagst, ist absolut umfangreich zu beobachten in so vielen Aspekten. Das hat einerseits was natürlich sehr konkret mit dem Sexuellen an sich zu tun, weil es eher einen starken Bezug hat zu unserem wahren Wesentlichen. Wenn zwei Menschen miteinander eben sexuell zusammenkommen und es tatsächlich nachher zu einem Geburt führt, dann siehst du, eben die Qualität des Erschaffens. Ja. Ja. Wenn du auf der anderen Seite eben aber auch siehst, wie gerade der Sex heruntergezogen wird in eine Gossensprache oder eben auch in eine Abwertung, dann kannst du sehen, dass gerade diese Thematik eben auch sehr stark energetisch genutzt wird, also sowohl als auch in beiden Richtungen. Mhm. Es kann als ekstatisches Element wunderbar im Tantra zu sehen, zu sehr starken ekstatischen Verständnissen kommen. Es kann aber auch genauso missbraucht werden, um in dir wirkliche Prozesse auf eine Art zu lenken, die dich wirklich mit massiven Schäden zurücklässt. Mhm. Und genau darum geht es. Es geht um eine Massengehirnwäsche. Und zu dieser Massengehirnwäsche gehören auch bestimmte Grundstrukturen. Und wir werden Zeuge einer wirklichen Veränderung einer Wunschgesellschaft hin zu einer Wunschgesellschaft des Systems von völlig verblödeten und leider auch mit extremen Schäden zu bestimmten Zeiten bereits verursachten Robotermenschen. Und Sexualität ist auch noch ein Thema, was auch mit dem Thema Migranten noch kommt, nämlich dass Kinderehen jetzt vom deutschen Gerichten auch zugelassen werden. Ja. Das heißt, wenn die mit ihrer Kultur hierher kommen und die haben eine 6-jährige oder 9-jährige geheiratet, dann wird das hier auch akzeptiert. Ja, mehrere Gerichte inzwischen in Deutschland so bestätigt. Das, was du sagst, was natürlich uns auch aufzeigt, was gewollt ist, das darf sein. Und ja, man kann im Grunde genommen nichts Absurderes sich ausdenken als das, was hier geschieht. Ja. Zum Thema Genderwahnsinn habe ich auch eine Meldung, ich habe jetzt hier irgendwo dazwischen sortiert, dass man eben wirklich es auch erlauben soll und immer, ja, hier habe ich es gefunden, aus der Neuen Züricher Zeitung. Das Geschlecht wechseln als Ausdruck einer vielfältigen Identität. Mhm. Immer mehr bekennen sich dazu. Bereits spricht man von einer Generation Gender Fluid. Und da gibt es also jetzt schon Helden dieser neuen Form, einen Mann, der sich jetzt als Frau nicht nur entsprechend outet, sondern das zu einer großen Heldentat stilisiert. Mhm. Hier könnte man sehr, sehr viel dazu sagen. Vieles, was hier zu sagen ist, kann man nicht verständlich kurz und schnell ausdrücken. Ja. Es ist eben eine Pervertierung und es führt auch zu einer extremen Abgrenzung und Abschneiden von dem, was wir als Wurzel wieder aufgreifen sollten. Es werden Blockaden erzeugt. Ja. Zum Thema Schule habe ich noch was. Ja, bitte. Aussage vor Schülern, das hat also ein Lehrer gemacht, die AfD will die Asylanten vergasen. Das ist also die Aussage, die ein Lehrer gemacht hat. Das hat er an einer weiterführenden Schule in Trier gemacht. Und er sagt, das ist ganz in Ordnung, dass er das gesagt hat, denn das ist seine persönliche Meinung. Und er erhält auch Unterstützung von der Schulleitung. Und die AfD, die prüft jetzt rechtliche Schritte. Also hier muss uns natürlich einfach bewusst werden, dass die AfD eine Partei ist, die die Prüfung in dem BRD-System nicht nur überstanden hat, sondern eine Partei, die inzwischen von relativ vielen Menschen gewählt worden ist. Und ich habe natürlich noch nie gehört, dass so etwas geplant wird. Ja. Und es zeigt, dass selbst die absurdeste und dümmste und kaputteste Aussage immer dann noch beklatscht wird, solange sie in dieses Jauchefass mit der Aufschrift Nazi, Rechts, Nationalist, Fremdenhasser, Rassist, was auch immer. Also alles, was dem entgegensteht, was hier geplant ist.
Dafür wird dieser Pool ausgeweitet. Also du musst inzwischen keine Glatze mehr haben oder Stiefel anhaben, um in diese Struktur hineingesteckt zu werden, sondern es reicht schon, wenn du sagst, ich finde das nicht gut, dass im Grunde genommen jetzt hier an einem Ort, in dem 100 Menschen eben 800 Asylanten gebracht werden, was es ja in einem Fall gegeben hat. Wir haben ja in der letzten Sendung ein Zitat von Muhammad Ali, oder du hattest es erwähnt, und es gab Zuschauer, die dann ja gesagt haben, es würde unseren Rassismus zeigen. Ja. Da denke ich nur, wie absurd ist das? Wir sagen ein Zitat von Muhammad Ali, der hat es gesagt, und wir sind, aber nicht der ist der Rassist, sondern wir. Er kann ja kein Rassist sein, denn er ist ein Schwarzer. Ein Schwarzer sind nie Rassisten. Nein. Und das ist das ganz Erstaunliche. Also hier sehen wir, wie die Klischees bedient werden und wer die Architekten sind. Ja. Es sind nicht die Schwarzen, um das auch deutlich zu sagen. Ja. Es geht um den Aufbau von Rassismus. Ja. Wie immer ist es das Gegenteil. Teile und Herrscher. Und diejenigen, die solcherlei Vorwürfe machen, sind im höchsten Maße rassistisch. Auch wenn sie es nicht bezogen auf eine Rasse tun, so tun sie es doch zumindest mit einem Beißreflex in einer Form, die eben nicht unterscheidet, wenn es um Rasse oder Nichtrasse geht. Denn in wahrer Form eines echten Rassethemas finden wir ja diese Thematik ohnehin kaum. Und es geht nicht darum, dass wir wollen keine Afrikaner, wir wollen keine Araber, wir wollen keine Japaner, sondern wir wollen im Grunde genommen nur einfach unsere Kultur geachtet wissen und selber entscheiden. Und auch diejenigen, die hier kommen, und das ist in der ganzen Welt so, wir haben es auch schon so angesprochen, haben im Grunde genommen dann automatisch mit dem Betreten dieses Landes eben auch zugestimmt, sich dann in diesen Strukturen entsprechend zu verhalten. Das würden so wir wie ja es ganz normalerweise üblich ist, unter dem, was man im Umgang mit anderen auch einfach nur als ganz sinnvoll und als wichtigste Grundlage feststellen kann. Wenn jemand überall dort, wo er eingeladen wird, in die Ecken scheißt, dann wird er vermutlich nicht mehr eingeladen und irgendwann wird er rausgeworfen. Und dann kann es ein Farbiger sein, das kann ein Grüner sein, es kann ein Gestreifter oder Gefleckter sein. Es hat nichts mit Rassismus zu tun, sondern mit dem, was als Tat zu sehen ist. Und wer die Taten nicht sehen kann, sondern nur in den Klischees lebt, der mag uns missverstehen, aber wir können dafür nun gar nichts. Sehr schön gesagt. Okay. Übrigens, mein lieber Joe, vielleicht noch, wenn wir dabei bleiben, was Auslegung von Recht betrifft, ich habe hier eine Meldung, die kann man kaum noch toppen. Ich glaube, das ist so an Absurdität nicht mehr zu überbieten. In Kassel ist diese Meldung zu lesen gewesen. Rentnerinnen fast totgeschlagen, harte Strafen für brutale Rumänen. Wegen besonders schweren Raubes und gefährlicher lebensbedrohlicher Körperverletzung hat die 11. Strafkammer den hinterlistigen Überfall zweier Männer aus Rumänien auf Rentnerinnen in Kassel mit harten Freiheitsstrafen geahndet. Also es haben 85- und 90-jährige Frauen überfallen und die wurden dann zu einer Freiheitsstrafe einmal von 12 Jahren verurteilt mit Sicherheitsverwahrung und einmal zu 8,5 Jahren. Jetzt ist aber das Interessante, dass bereits vorher die Täter eine andere Frau totgeschlagen haben. Und diese Frau, damals war auch 90 Jahre alt, und der Richter hat gesagt, dafür gibt es keine Strafe, diese Frau wäre irgendwann sowieso gestorben. Und das ist natürlich eine Begründung, die so die Überschrift Verhöhnung hat, mehr als alles andere. Und es zeigt, wo wir stehen und was hier als Richter auftritt und was hier Recht und was hier Gesetz ist und was hier geschieht. Und der Kriminalität gegen alte Leute im Übrigen, ist für mich ein besonders verabscheuungswürdiges Form der Kriminalität. Und die gibt es in einem Land auf der Welt überhaupt nicht. Null. Null. Und das ist in Japan. Japan ist übrigens auch das Land, das sich seiner Kultur, wenn auch schmerzlich, aber es ist ausdrücklich bewusst ist, und das Land, in dem allerwenigsten auf der Welt fremde Kulturen einfach einziehen können und dann entscheiden können, wie Japan auszusehen hat. Japan achtet seine Kulturen und achtet damit auch das, was aus den Ahnen und aus denjenigen, die jetzt in diesem Leben schon länger mehr erfahren, mehr verstanden, mehr bewusst erlebt haben, geachtet werden. Und hier spucken wir da drauf. Und das ist das, was wir sehen. Und das bringt mich zu einer Meldung, die ist noch heftiger. Kann ich das aber gerne zwei passen dazu? Ja, es passt eigentlich dazu. Nikolaus P. wurde nur 17 Jahre alt am 10. Mai 2016
lass uns doch ganz kurz bei dem Alten bleiben. Dann kannst du zum Nikolaus kommen, wenn das für dich in Ordnung wäre. Weil ich würde gerne noch bei der Energie bei den Alten bleiben, denn gegen die wird jetzt kräftig gehetzt. Also wenn jemand tötet, ist auch eigentlich nicht so schlimm. Naja, die Welt schreibt, in Deutschland herrscht das Regime der Alten. Das Regime der Alten. Was bedeutet Regime? Regime ist immer eine undemokratische, ohne auf die Belange und Rücksicht nehmend auf die Bevölkerung agierende Gewaltherrschaft in letzter Form. Und hier heißt es weiter, die Rentner erhalten das größte Plus seit 23 Jahren. Denn Wahlen entscheiden die Senioren auf Kosten der Jungen. Und die Politik arbeitet an neuen Wohltaten, denn die Rentner haben noch nicht genug. Das ist so absurd. Also die Welt hetzt hier gegen diejenigen, die all das ermöglicht haben, was wir noch, wenn auch teilweise nur noch in Scherben, vorfinden können. Na, die Renten sind ja schon so reduziert und jetzt sagt man, das ist unverschämt. Setz dich in die Fußgängerzone und beobachte, wie viele alte Leute aus den Mülleimern wirklich noch Reste herausholen. Ja. Alte Leute, die in diesem Land lang gearbeitet haben. Es gibt jetzt einen Fall eines Mannes, der hat nach 45-jähriger Arbeit und Einzahlung in die sogenannten Sozialversicherungen nicht mal mehr einen Hartz-Anspruch. Also wir erleben Dinge, die sind grotesk und ein Spucken ins Gesicht der Alten. Und wenn das hier steht, ist es nichts anderes als eine widerliche, bösartige Hetze. Und diese Hetze wird immer, immer stärker. Und beispielsweise eben jetzt auch im Rahmen des Brexit, beispielsweise erwähnt damit, dass man sagt, es sind die Alten, die Schuld haben. Die ewigen Idioten. Der Mann, der meinen Server betreut, ganz lieben Gruß an Tim an dieser Stelle, macht das ganz wunderbar, ist Engländer, lebt aber schon sehr, sehr lange in Deutschland und hat in seiner Region im Süddeutschland einen kleinen Artikel geschrieben, einen Leserbrief für eine Zeitung, um den man ihn gebeten hat. Was denkst du denn vom Brexit? Und er hat mir berichtet, dass er sich wirklich sehr damit auseinandergesetzt hat und versucht hat abzuwägen und hat einen relativ langen Artikel geschrieben und hat sich viel Mühe dabei gegeben. Und er sagt, so ganz nebenbei kam ein Satz in diesem Artikel vor, der ausdrückt, der Engländer, my home is my castle. Mhm. Und er sagt, zum Schluss, im Ergebnis ist genau das dann gedruckt worden, im Sinne von, hier haben wir wieder einen Alten, der nichts gelernt hat, der sich überhaupt nicht öffnen will. Und bei ihm ist es wirklich genau das Gegenteil der Fall. Man schafft sich die Bestätigung und die Meldung, die man braucht, um genau das wieder in die Welt zu tragen, was so absurd ist und was so entgegen dessen ist, was wir sehen können, dass man nur staunen kann. Ja. Bringe ich zwei Meldungen, die passen zu dem unterschiedlichen Rechtsverständnis auch Deutschen gegenüber oder Migranten gegenüber. Glücklich Einbrecher. Die Staatsanwaltschaft Bochum hat zwei aus Kroatien stammende jüngere Einbrecher, die auf frischer Tat mit einem Familienschmuck eines 90 Jahre alten Rentners von der Polizei bei einem Einbruch in Bochum festgenommen wurden, sofort wieder freigelassen. Den 20 konne wegen ihres jugendlichen Alters eine Haft in Deutschland nicht zugemutet werden. Sie sei unverhältnismäßig. Das zeigt eben das Verhältnis. Und hier bitte ganz kurz nur dazu. Es gab jetzt einen Fall, da hat ein 21- oder 22-jähriger Mann ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt. Ja. Und der Richter hat entschieden, weil das Mädchen ja noch jugendlich ist, wird nach Jugendrecht entschieden. Das ist so absurd. Nicolas P. wurde 17 Jahre alt. Am 2016 wurde er an der Bushaltestelle, wartete er an der Bushaltestelle. Dort wurde er von vier ausländischen Männern grundlos angegriffen und brutal niedergeschlagen. Als er blutend und schwer verletzt auf dem Boden lag, da kam der 20-jährige alte marokkanische Mitbürger Walid S. extra noch einmal zurück, um den wehrlosen Niklas brutal zu Tode zu treten. Und wie ist die Reaktion? Also wenn es umgekehrt wäre, ein Deutscher würde oder Deutsche würden einen Fremden zu Tode treten, könnte man sich den Aufschrei der Medien vorstellen und auch die Betroffenheit der Politiker. Ja, nichts dergleichen gibt es natürlich. Kein Politiker hat sich bedauernd geäußert und dass der Mord wird auch nur als Rohheitsdelikt verbucht. Also hier nochmal zweierlei Maß. Dazu kann ich vielleicht direkt ein zweierlei Maß weiterhin anbringen. Okay. Und zwar unter der Überschrift Staatsschutz ermittelt. Frau reißt 13-jähriger Tuch vom Kopf.
Eine Frau hat in Berlin einem 13-jährigen Mädchen das Kopftuch weggerissen und fremdenfeindlich beschimpft. Der Staatsschutz, zuständig für politisch motivierte Straftaten, habe die Ermittlung übernommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Danach ärgerte sich die Frau über eine stehengebliebene Rolltreppe am U-Bahnhof und beschuldigte die 13-Jährige und ihre 14-jährige Begleiterin, deren Aussage zufolge sie seien schuld daran. Die Frau habe die 13-Jährige zunächst fremdenfeindlich beleidigt und ihr dann das Tuch vom Kopf gerissen. Also hier wird sofort der Staatsschutz angemeldet. Also wir müssen einfach die Dimension sehen. Hier wird jemand wirklich totgetreten. Das hat keine besonderen großen Folgen. Ist schon Deutscher. Hier haben wir eine Reaktion. Und ich möchte bitte auf eines hinweisen. Ich habe schon mal gesagt, ich bin auch müde, es zu tun. Ja. Aber es ist trotzdem einfach ein Angebot für diejenigen, die an einer Bushaltestelle stehen, an der nur selten ein Bus vorbeikommt, vielleicht doch einzusteigen und einfach zu erkennen, es kann doch niemand mit klarem Verstand der Meinung sein, das sei richtig. Es kann doch niemand mit klarem Verstand der Meinung sein, dass hier besondere Toleranz gefordert sei, weil eben jemand einer bestimmten, von mir aus Rasse, Nation angehört. Mhm. Denn das ist ausdrücklich eine Form von Rassismus, wenn der eine über dem anderen steht. Ja. Hier ist es doch ganz, ganz wichtig, hier zählt die Tat. Und wer das nicht sehen kann, der muss sich einfach nach meinem Verständnis irgendwann selber die Frage stellen, ist das, was ich hier vertrete, noch immer im Einklang mit meiner eigenen Überzeugung? Und wenn er das dann ist, ja, dann braucht er vermutlich noch weitere Hinweise und er wird sie bekommen, so wie es aussieht. Das sind ja nur Einzelfälle von vielen, die wir... Sehr, sehr viele Fälle und wir haben sie uns nicht gewünscht, im Gegenteil. Und wir weisen einfach darauf hin, dass nur durch die Unmündigkeit und durch kindliche Naivität der Bevölkerung hier überhaupt das möglich ist. Das, In der Zeit seit der letzten Tagesenergie ist ja so viel passiert, dass man es fast vergessen hat. Orlando-Anschlag, ein paar Worte dazu. Also angeblich in einer Schulendiskothek 50 Menschen ermordet. Und es gibt viele, viele Fragen dazu. Es gibt kaum Bilder von Verletzten oder Toten oder Rettungswagen. Ja. Es gibt sogar das Gegenteil, dass einer auf einer Trage wird dann eigentlich wieder reingetragen anstatt raus. Ja. Also es gibt ganz, ganz viele Widersprüche wie bei dem Sandy Hooks Attentat oder angeblichen Amoklauf. Es ist auch zum Beispiel nicht erkenntlich, ein Einzeltäter schafft, jetzt 50 Menschen so schnell zu ermorden. Und über 50 schwer zu verletzen. Ja. Ja, ja. Und es gibt ganz viele Fragen. Es gibt viele, da soll man selber mal googeln, 15 Fragen zum Anschlag. Es ist nicht so, dass es nicht möglich ist, natürlich, dass jemand mit einer anderen Kultur meint, dass Homosexuelle Ungläubige sind sowieso und dass man sie vielleicht töten könnte. Das will ich nicht in Abrede stellen, aber wir müssen uns klar machen, dass solche Dinge inszeniert werden, dass sie manchmal von vorne und hinten bis hinten erlogen sind. Wir wissen seit Boston-Marathon und viele andere Beispiele, dass die inszeniert sind und dass es Crisis Actors gibt und das sieht für mich auch danach aus und man hat, was interessant ist, auch glaube ich wieder versucht mit diesem Fall Waffen, also in Amerika sind ja die Waffengesetze sehr, sehr leger, das heißt den Waffenbesitz für Menschen einzuschränken, aber es gab dann gleich darauf auch glaube ich eine Abstimmung im Kongress, ist nicht so gelaufen, wie man es vielleicht erhofft hat, das heißt man hat es nicht geschafft, die Waffen so zu reduzieren, wie einige es vielleicht gerne hätten. Und es geht mir nicht darum, dass ich sage, Waffen sind gut, aber wir müssen bedenken, dass die amerikanische Regierung Waffen und FEMA-Camps hat und Patronen, Dumm-Dumm-Geschosse, 3 für jeden amerikanischen Staatsbürger. Ich glaube, wir müssen hier wieder sehen, dass etwas inszeniert wird, um eine bestimmte Reaktion zu erzeugen und vielleicht etwas politisch zu bewirken. In Bezug auf Waffengesetze und dass das vielleicht auch dennoch nicht so geklappt hat. Also, das ist die Kurzfassung, weil wir schon sehr spät sind. Ich bin vorsichtig in meinen Formulierungen,
Aber im Grunde genommen hilft es nichts. Das, was wir jetzt hier sehen, ist ja bereits ein verändertes Szenario. Ich habe das vorhin mit dem Milestone gesagt. Ja. Das ist, Brexit ist ein, es gibt viele Milestones. Ja. Köln ist sicher auch ein solcher Meilenstein. Mhm. Und wir erleben ja jetzt hier auch schon eine veränderte Presselandschaft. Ja. Viele Menschen bejubeln das und sagen, aha, jetzt ist man doch irgendwo, man kann nicht anders, man wird gezwungen. Mhm. Nein, es wird eine andere Phase eingeleitet, aus meinem Verständnis. Und diese Phase heißt, es wird ein Hass geschürt. Mhm. Und dieser Hass wird auch dadurch immer stärker, weil man einen Deckel drauf hält, weil man Hass nicht erlaubt, weil man ihn aber auf der anderen Seite schürt. Und dieser Hass richtet sich ganz klar gegen eine bestimmte Gruppe von Menschen. Und diese Gruppe kann man nachher unter eine gemeinsame Mütze bringen und die ist eine religiöse Mütze. Und damit wird man uns später wieder in der Geschichte nach Möglichkeit erklären, das, was jetzt kommen soll an Auseinandersetzungen, an Kriegsszenarien, war in Wahrheit ein Religionskrieg. Er ist überhaupt kein Religionskrieg, sondern er ist ein gewolltes Auseinanderbringen oder Auseinanderhetzen von verschiedenen Strukturen. Und deswegen werden die entsprechenden Protagonisten in Stellung gebracht. So wie hier, so auch in den USA. Und viele meinen, Donald Trump wäre jetzt jemand, der Dinge in die Welt bringt, die nicht gewollt sind. Er ist das Sprachrohr genau dieser Richtung, die man jetzt braucht. Und er wird derjenige möglicherweise sein, ich sehe das gänzlich anders als viele andere, der dann diese nächsten Strukturen begleitet. Wenn wir uns jetzt aber anschauen, dass das eben nicht nur dort geschieht, sondern auch hier in Europa, dann kann man schon nicht mehr von Zufall sprechen. Mhm. Und die Hetze, die an ganz vielen Stellen gegen den Islam durchgeführt wird, die entsteht, übrigens an dieser Stelle die Frage an die, die uns Rassismus oder was auch immer vorwerfen, wie das jetzt gedeutet wird, dass wir das gerade im Gegenteil erkennen. Nämlich es sind nicht die Islamisten, die jetzt hier die tatsächliche Strukturen schaffen, sondern diejenigen, die die islamistischen Gruppierungen auf dem Schachbrett herumschieben. Ja. Und die nach außen hin so sagen, wir dürften nun nicht aufschreien, wenn das, was damit im Gepäck passiert, geschieht, denn das hat alles nichts damit zu tun, ist alles Rassismus, schaffen aber genau diese Wut und diese Voraussetzung, um später im geeigneten Moment dann den Hund von der Kette zu lassen. Ja. Und da in dem Zusammenhang sehe ich das. Also von daher, ob es eine Inszenierung ist, indem man tatsächlich jemanden hat diese Struktur durchführen lassen, oder ob es geschieht aus einer False-Flag-Aktion oder aus einer völlig inszenierten Pseudo-Aktion, die so gar nicht stattgefunden hat, spielt eigentlich keine große Rolle. Ja. Das Ergebnis ist immer gleich. Es werden bereits Strömungen und energetische Kräfte geweckt, die in der Bevölkerung noch unterdrückt werden, aber irgendwann lässt man sie von der Kette und vermutlich noch in diesem Jahr. Und ich denke, da müssen wir aufpassen. Wir wollen eben auch genau nicht hetzen, sondern wir wollen das klar machen, dass wir uns gar nicht in diesen Hass und diese Trennung hineinziehen lassen. Vielleicht geht es ja alles viel besser aus, obwohl wir sehen, es gibt Kollateralschäden. Und wo du eben gesagt hast, einige wollen das, vielleicht israelischer Geheimdienstchef sagt, wir wollen nicht, dass ISIS in Syrien besiegt wird. Ganz kurz nur als Überschrift, wir sehen da eben auch, dass die Interessen vielleicht manchmal anders sind, als man diese Struktur und diese Religion, es gibt ja noch nicht nur die islamische Religion. Lass uns zwei Minuten darüber sprechen, das ist so einfach, weil es historisch so schön zu sehen ist. Saudi-Arabien. Saudi-Arabien wird in Bezug auf seine sehr radikalen Koranschulen, die radikalsten auf der ganzen Welt sind, zu 100% aus den USA finanziert. Ja. Das heißt also, diese Gruppierungen werden dort aufgebaut. Das sind die Leute, die man zeigen will. Wenn man einen Nazi zeigen will, vor dem die Leute Angst haben, dann muss ich auch einen konstruieren. Ja. Und wenn ich einen Terroristen zeigen will, dann muss ich den konstruieren. Hm. Dann muss ich den auch zeigen können. Dann muss ich diese Leute schaffen. Hm. Und du erinnerst dich in den 70er Jahren an die Hippie-Bewegung. Hm. Die Hippies haben lange Haare gehabt. Ja. Und haben teilweise keine festen Schuhe angehabt, sind barfuß rumgelaufen, haben Latschen angehabt. Mhm. Wie hat die Gegenbewegung ausgesehen? Das ist die englische Hooligan-Bewegung, beziehungsweise die Nazis. Ja. Die haben keine langen Haare, die haben Glatzen, die haben keine barfuß, nicht barfuß, sondern haben Stiefel. Es ist das 100%ige und beide Strukturen werden geschaffen, um dich immer wieder zu einem Honigtopfchen zu leiten. Mhm. Und diese Strukturen werden in die Köpfe gebracht, wenn du heute
eine Meldung über eine Bewegung bekommst in irgendeiner sächsischen Stadt, wo sich alte Leute beschweren, dass dort jetzt auf einmal die Kirche geschlossen wird und eine Moschee kommt. Und dann wird dort von rechten Bewegungen gesprochen und als Bild wird nicht die Gruppe der alten Leute gezeigt, sondern ein Stiefel. Und so funktioniert das. Und es ist so simpel und so primitiv, dass ich es nicht für sinnvoll halte, diejenigen, die in diesen primitiven Strukturen sind, noch mit einer besonderen Vorsichtigkeit anzugehen, sondern man muss ihnen einfach sagen, wacht auf und ansonsten bitte einfach noch mal ein bisschen weiter schlafen und möglichst leise sein dabei. Da brauchst du nicht zu bereuen, was du gesagt hast, wenn du demnächst wach werden wirst. Das ist erschütternd. Ich sehe, du hast noch ein paar Meldungen, aber wir müssten eigentlich schon zum Schluss kommen. Gibt es noch was ganz Frappierendes? Ja, lass mich bitte das hier nochmal zusammenfassen. Das ist eigentlich auch schon alles. Ja, ist nicht mehr viel. Ja, schnell durchlauf. Ja, ganz wunderbar. Uns wird immer wieder gesagt, lieber Joe, dass wir ja hier in Deutschland besonders reich sind und im Grunde auch dadurch sich eine Verpflichtung ergibt, den Armen, den Griechen zum Beispiel, unter die Arme zu greifen. Ich habe hier eine interessante Übersicht, Vermögensverteilung im Euroraum. Und da kann man sehen, welche Länder besonders reich sind. Und du wirst staunen, wenn du dann findest, wo Deutschland zu sehen ist. Ich ahne es und ich glaube, ich fange mal unten an. Ja. Genau. Das ist Deutschland. Oben steht Luxemburg, Zypern, Malta, Belgien, Spanien. Und Deutschland, also weit abgeschlagen. Das kann man so richtig schön sehen. Kann. Also das sind hier die Vermögensverteilung in Europa. Wir stehen ganz, ganz unten als Deutschland. Ja. Und das ist das, was man sieht, wenn man die Augen aufmacht in der Fußgängerzone und die alten Leute sieht, die die Kippen rausholen, wenn man über die Autobahn fährt und sieht, was kaputt ist, wenn man sich umschaut, wie die Gebäude aussehen. Aber man hört es in den Nachrichten und in den Meldungen nicht. Da heißt es, wie reich wir sind. Und unser Reichtum, mein lieber Joe, der kommt ja aus unserem Export. Der kommt dadurch, dass wir die echten Werte weggeben. Da kommt unser Reichtum her. Ja. Alles steht auf dem Kopf. Ja. Aber nicht mehr lange. Das sagt der Sparkassenpräsident. Er warnt vor neuer Krise. Gefahr wird Tag für Tag größer. Folge der Niedrigzinsen. Naja. Also hier sehen wir deutliche Hinweise, Sparkassenpräsident. Und da haben wir es mit jemandem zu tun, der vorsichtig ist mit dem, was er sagt. Wenn der von der Krise spricht, hält sich ja auch den Mund zu, also ganz symbolisch. Dann, dann Deutsche Bank habe ich angesprochen, hatte ich hier noch einen Zettel mir gemacht. Achtet auf die Deutsche Bank. Ja. Zwei weitere Meldungen und eine letzte, die ich vorziehe. Es ist ein Kommentar, den habe ich im Internet gefunden, zu einem Artikel, der im Zusammenhang mit dem Mainstream-Fernsehen zu finden war. Hier schreibt der Leser, offenbar sendet das Kleber-TV mittlerweile ausschließlich für Leute, die keinen Internetzugang besitzen, kein Englisch können und als Zeitung die Frankfurter Rundschau halten. Und das ist eine wunderbare Zusammenfassung. Und wir müssen erwachsen werden. Das ist die ganz große. Zum Glück gibt es auch Zuschauer, die eben doch Internet haben und die sehen viele Dinge auch anders. Ja, ich habe noch zwei Meldungen mitgebracht, die man ganz unterschiedlich deuten kann. Ich möchte, damit ich nicht missverstanden werde, gleich auf die Deutung hinweisen, die ich darunter verstehe. Hier gibt es eine Meldung, die heißt Klimawandel. Erstes Säugetier ausgestorben. Traurige Klimatatsache steht hier sogar mit dem Ausrufungszeichen. Eine seltene Rattenart ist nach Überzeugung von Wissenschaftlern in Australien ausgestorben und die Experten machen den Klimawandel dafür verantwortlich. Ja, hat man einen Schuldigen. Also diese Ratte, die kam auf einer kleinen Sandinsel vor und diese Insel liegt jetzt am nördlichen Ende des Great Barrier Reefs. Und da ist jetzt keine Ratte mehr gesichtet worden. Also man zeigt uns, Mensch, guckt an, wie es abwärts geht mit der Welt. Und du bist schuld, Joe. Ja. Du bist schuld. Ich habe den Klimawandel verursacht, weil ich so ein Auto großes Auto fahre. Weil du ein Auto fährst. Ja, fährt genau. Du fährst ein großes Auto. Und ich fahre auch ein großes Auto. Und von daher ist es das, was man uns also hier sofort unterstellen kann. Das hier glaubt gar niemand. Das glauben auch diese Wissenschaftler vermutlich nicht. Oder wenn sie es glauben, dann sind sie erst noch jung dabei. Aber es ist einfach eine Meldung, die auf eine zusätzliche subversive Weise eine andere Wahrheit mitbringt. Also
ein Säugetier ist ausgestorben und es war der Klimawandel. Wenn du also an das Aussterben der Ratte glaubst, dann musst du automatisch auch den Klimawandel als Grund mit. Es gibt ja schon Leugner, Klimawandel-Leugner. Das sind Nazis. Ja, natürlich. Übrigens habe ich hier, das hat ja übrigens auch im Übrigen unser Klima, wie heißt er denn, der Wettermann? Frosch. Kachelmann. Ja, Kachelmann, der auch gesagt hat, die Leute, die über Chemtrails sprechen, sind Nazis. Ja, also ganz klar man kann im Grunde genommen... Du, die Welt ist einfach, man weiß es. Es gibt die Guten und es gibt die Nazis. So. Und das ändert sich immer, wer was ist. Eine weitere Meldung. Die Schutzschicht der Erde stabilisiert sich. Ja, ist also noch. Ja, weil 29, die FCKWs abgeschafft wurden. 29 Jahre nach dem Verbot der Chemikalie FCKW gibt es nun Beweise, dass ein Regenerationsprozess eingesetzt hat. Das berichten Forscher aus Großbritannien, den USA im Fachmagazin Science. Und dann heißt es weiter, der Studie zufolge. Studien sind immer gut, sind immer Beweise. Ja, klar. Also wir reden oben wird von Beweisen, eben genau wie bei der Rattenmeldung. Ja, also hier hieß es auch Studien ausdrücklich. Und Experten haben gesagt. Traurige Klimatatsache. Ja. Und hier Beweis. Und wenn du liest, es gibt überhaupt keinen Beweis. Ja. Und hier wird dann davon gesprochen, dass also das Ozonloch über dem Südpol, da kann man dann doppelt lachen, welches jedes Jahr im September sich bildet, dass es um 4 Millionen Quadratkilometer verkleinert hat. Und die Wissenschaftler sind über die Schnelligkeit der Regeneration überrascht. Und das erklärt Susan Solomon. Ja, sie sagt es. Und sie sagt, es dauert allerdings und nicht zu früh gewarnt. Und es hat auch nur geholfen, weil wir eben sehr schnell FCKW verboten haben. Als das der Patent Grund, abgelaufen war. Genau, der Grund, ich habe es auch schon erwähnt in einer der alten Tagesenergien, das FCKW-Patent ist abgelaufen, von einer DuPont amerikanischen, ist das, glaube ich, von DuPont, ganz genau. Und dann hat man ein Verbot von FCKW und kam mit einem Ersatzprodukt und dafür gab es ein neues Patent. Und alle Kühlschränke mussten weggeschmissen werden. Und eine riesige Umweltkatastrophe ist dafür ausgelöst worden. Also mit anderen Worten, die Wissenschaftsgläubigkeit ist eine Religion und präsentiert uns ständig auch wieder ein, so ist die Welt und so erkläre ich dir die Welt. Und ihr müsst einfach, und wir müssen aufhören, diese Erklärung einfach zu schlucken. Ich glaube, das ist auch, wir müssen ganz schnell zu einem Schlusswort kommen, weil was macht es mit uns allen? Wir sollen einfach erkennen, dass wir in einem unglaublichen Ausmaß verarscht werden. Aber wenn wir es erkennen, dann werden wir nicht mehr in Angst reagieren, nicht mehr funktionieren, wie man das von uns erwartet. Wir können zu einem souveränen Mann oder Weib werden. Weib eben auch bewusst gesagt, nicht Frau, sondern Weib ist das alte Wort, was es ursprünglich bedeutet. Genau. Das ist also ganz bewusst gesagt, es gibt Leute, die sich beschweren, Weib klingt so abwertend. Ja, ist aber nicht so gemeint. Was ist dein Fazit ganz kurz zum Schluss? Kann man ein Schlusswort finden? Ja, natürlich kann man das finden. Ich würde aber gerne, Joe, noch eine Ergänzung für das bringen, was wichtig wird jetzt. Es ist ja viel Bedrohliches ausgesprochen worden. Und es gibt eine wunderbare Möglichkeit, wie du wirklich ohne etwas zu benötigen, ohne irgendeinen Aufwand, dich immer wieder auch ein Stück weit zurückziehen kannst, und zwar in dem Bereich, der immer in dir vorhanden ist und der stabil bleibt bei all diesen Bewegungen. Und dieser innere Aspekt in dir, die Quelle deines Seins, ist eben auch der Ort, an dem du das findest, von dem wir sprechen, wenn wir sagen, wir müssen zur Ruhe finden. Die Ruhe ist vorhanden oder wieder zur Ruhe kommen. Die Ruhe ist immer da und wir werden ganz ausdrücklich mit vielen Tricks und vielen Manipulationen in eine ständige Beunruhigung hineingebracht, genauso wie wir in eine Beschäftigung gebracht werden und darin gehalten werden. Ich möchte ganz deutlich sagen, es braucht keine Revolution, es braucht keine Strategien, es braucht einfach nur ein Nicht-mehr-Mitmachen und deine Energien wieder in dir selber zu finden und dir nicht von anderen die Welt erklären zu lassen. Das schließt uns ein, die wir das auch nicht wollen, sondern
einfach die Augen aufzumachen und zu hinterfragen, was man dir als Erklärung gibt. Und auf einmal merkst du, dass, was ich als Polizist vielleicht jetzt 20 Jahre tue, was mir erklärt wird, passt nicht mehr zu dem, was ich tatsächlich im Außen tun muss. Das heißt, die Erklärungen sind nicht mehr stimmig. Und dann beginnt in dir dieser Heilungsprozess. Und von daher empfehle ich jeden Tag einen Moment für sich selber zu finden. Diesen inneren Ort in sich zu finden, an dem Friede herrscht. Und ich glaube, da findet man dann auch Vertrauen. Man kann vertrauen, dass es eine kosmische Ordnung gibt, die all dies, was geschieht, auch geschehen lässt. Aber es ist eine Ordnung dahinter, die wir vielleicht nicht verstehen. Ja. Und darin kann ich vertrauen und muss mich nicht beunruhigen lassen. Denn das ist ja die Absicht, dass ich da aus dem Vertrauen falle, in die Angst. Und es ist ein bewusster Prozess, das nicht zuzulassen. Genau. Und ich habe vorhin erwähnt, dass wir, wenn wir uns mit diesen äußeren Themen beschäftigen, auch so etwas wie eine erstaunliche Ordnung erkennen können, die am Anfang nicht zu sehen ist. Und diese Ordnung ist natürlich eine perfide Ordnung. Sie wird missbraucht. Sie wird verwendet, um dich in einem Scheingefecht, in einem Spiegelgefecht zu halten, dich selber energetisch ständig zu verausgaben. Ja. Aber sie hat eine Ordnung und sie folgt einem System, das vom Grundsatz her dir ein großes Maß an Freiheit geben könnte, wenn du es erkennen würdest. Also mit anderen Worten noch einmal gesagt, es ist nicht die Willkür, die am Schluss erkannt wird, sondern eine Struktur, die bisher übersehen worden war. Und das finde ich als eine wunderbare Symbolik für alles, was du findest. Am Anfang scheint alles geordnet, als Kind, dann scheint alles chaotisch, in einer schrecklichen Art und Weise verdreht, und dann in der tieferen Erkenntnis erkennst du, dass diese offenkundige Unordnung gebraucht worden ist, um zu einer höheren Ordnung zu finden, die schon immer in dir vorhanden war. Und die kann man im Außen suchen, da findet man sie nicht, man findet sie in sich. So ist es. Und dann findest du sie auch im Außen. Dann kannst du sie als Spiegel, immer als Spiegel im Außen finden. Und wenn du im Außen den rechten Arm hebst, dann hebt sich dort der linke, hebst den linken, hebt sich der rechte. Und trotzdem kann der Spiegel uns sehr viel verraten, denn wir können die Dinge im Spiegel erkennen, die wir auch bei dem Blick in uns selber nicht erkennen können, beispielsweise unsere Augen. Und der Spiegel kann im Außen somit dir ein wunderbares Werkzeug sein, das zu finden, was du im Innen nicht finden kannst, sondern nur und ausschließlich durch den Blick ins Außen. Und der führt dann schließlich endlich wieder ins Innere. Vielen Dank, Alexander. Sehr gerne.